Juhu, reines Vergnügen. Okay, so, erstmal Hallöchen, ja. Hallöchen, I'll be back. Naja, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Ihr kennt ja das Prozedere. Und natürlich alle Leute im Livestream. Jetzt geht's los. Attacke, nein, bleibt locker. Wir machen heute, denn wir lassen den Abend schön ausklingen. Wir stellen uns heute vor, heute ist Montag. Aber für YouTube-Leute, heute ist gar nicht Montag, ja. Heute ist eigentlich Mittwoch. Morgen ist schon wieder Donnerstag und dann ist schon wieder fast Wochenende. Und dann kommt dieses, wenn, kommt drauf an, ja. Ich sagte gerade eben schon zu den Leuten im Livestream, wenn am Wochenende meine Tochter nicht kommt, dann machen wir wieder einen langen Sonnabend. Sonnabend klingt komisch. Samstag, einen langen Samstag, nicht Sonnabend. Was ist das für ein Slang? Sonnabend. Dann machen wir einen langen Sonnabend. Wo habe ich denn diesen Slang her? Ist das berlinerisch? Dann machen wir einen langen Sonnabend. Wie komme ich noch auf den Slang? Ist doch nicht berlinerisch, oder? Dann machen wir langen Samstag, Mann, heißt das hier auf Deutsch. Ja? So, ich muss ein paar Dinge erzählen. Ich muss euch ein paar Dinge erzählen. Übrigens, erstmal die absolute wichtigste Neuigkeit von allen Neuigkeiten überhaupt, ist, meine Tochter hat endlich mal geantwortet, ja? Sie hat viel zu tun mit der Schule, viele Prüfungen und so, und hast nicht gesehen, weil die macht ja Abi und sowas und ja, ist da mächtig am Rumwuscheln und so. Aber sie hat wenigstens mal geschrieben. Ich habe fast geweint, ja, hat endlich eine Antwort bekommen. Ich habe fast geweint. Das war sozusagen, das ist der Highlight der Woche, ja. Es gibt nichts, nichts kann das noch toppen, ja, dass meine Tochter nicht geschrieben hat. So, ich habe darauf gewartet, wie praktisch, wie die Trolle, wenn Hypnos World endlich anfängt, Livestream zu machen. So ungefähr habe ich gewartet, auf dass meine Tochter schreibt. So, und so dann zur Verkündung, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen, aber ich wollte es lieber nochmal sagen, wir hatten ja 10 Stunden Rekord, mein persönlicher Livestream-Rekord, den haben wir jetzt erweitert auf neuer Rekord auf 13 Stunden, ja, ich wollte es nochmal offiziell nochmal am Anfang eines Videos sagen, ja, also 13 Stunden ist jetzt der neue Rekord, den es dann zu brechen gilt irgendwann, wenn man Lust hat oder keine Ahnung, ja, so viel mal dazu, dann bei Twitch habe ich das Cover jetzt ein bisschen umgenannt. Da steht jetzt nicht mehr, da stand da dieser Mopsi, der sagt immer so einen Spruch. Der Spruch ist jetzt ein bisschen anders, dieser Mopsi-Spruch, ja. Da stand vorher Kromlotto oder so. Das habe ich jetzt mal umgenannt, fand den Spruch langweilig, habe jetzt einen neuen dahin geknallt. Der Mopsi sagt jetzt was anderes. Das kann man jetzt aber nicht sehen, weil ich ja gerade Livestream mache. Also praktisch das Offline-Bild. Der muss da warten, also der sagt jetzt einen anderen Spruch auf jeden Fall. Warte mal, das haben wir auch, ich weiß. So, jetzt wird es noch, warte mal, das Interessante zum Schluss. Denn, genau, das habe ich auch erzählt. So, jetzt kommt der Interessante, und zwar, wir verfolgen ja seit einer Weile, geht es um dieses hier, warte, ich muss euch das mal kurz mal vorspielen. Moment, wo ist denn das jetzt? Wo willst du hin? Hier, ich spiele es euch mal vor, ja. Ihr werdet es wahrscheinlich schon erahnen. Das darf ich sogar vorspielen, guck mal, das darf ich sogar vorspielen. Nee, ich zeig's euch nicht, wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Schwierige Kiste. Warte, da muss ich erst einen Zeigebrowser. Da brauche ich erst den Zeigebrowser. Zeigebrowser. Ihr ahnt schon was, ja? Ich zeige es aber nochmal. Ihr wisst ja immer ordentlich die Leute mal. Wir machen immer fett Werbung für die anderen Leute. Ich mache auch Werbung für Gronkh, damit der richtig groß wird. Und Achtung, wo ist denn das jetzt? Ich muss auf meinen YouTube-Channel, so, auf unseren YouTube-Channel, wo bist du, da bist du, okay, es geht um Sehan, ich habe Spitzname Momo, ja, jetzt bei einigen schon klingeln, Spitzname Momo, Moment, ich muss, so, mach mal hier, nein, falsch. Ja, richtig. Also ich zieh mal rein. Damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Warum zeigt mir die Seite jetzt nicht? Willst du mich vereiern? Ist da. Genau. Also, es geht um Sehan Grünböck, unser Spitzname Momo. Wir haben ihn mal Momo genannt. Also ich habe ihn mal Momo genannt. Und ich schrieb ihm vor einer Weile mal an, weil mir hat ein Lied gefallen. Und zwar dieses hier. Ich zeig's euch nochmal. Da. Oh, ein bisschen laut. Mir hat dieses Lied gefallen. Ja? Hundert Jahre lang.
auf Pfirsichbäumen. So, jedenfalls, so, das hatte mir gefallen, Momo. So, dann hatte ich ihn angeschrieben, ich würde gerne das Lied mal covern, also zum Beispiel mal dran versuchen, ob er mir nicht den Instrumentalversion davon geben kann. So, und dann hat er dann zurückgeschrieben, es fing damit an, dass er praktisch auf unseren Kanal geschrieben hat, hey, schau doch mal bei mir vorbei, ich mache halt so bla bla und so, also so eine Musik. So, steht ja, wie gesagt, könnt ihr auch unter Diskussion auf unserem Kanal ja sehen. Und ich habe dann geantwortet, und dann kam er irgendwie, er meinte, ich soll mal raufgehen bei ihm gucken. Also bin ich natürlich hin, hab geguckt und bin dann irgendwie auf Momo gekommen, keine Ahnung. Ich hatte es schicksalsmäßig halt schon mal erzählt, zu Momo gezogen. Und habe ich ihn angeschrieben, ich würde das gerne mal covern und ob er mir nicht das schicken könnte. Und ja, so dann haben wir hin und her geschrieben. Und dann meinte er, ja, muss ich bei mir melden. Hatte ich ja dann vor kurzem erst gemacht, hatte ich ihn angeschrieben, ja, jetzt melde ich mich endlich mal, weil ich hatte so viel zu tun mit Livestream immer, alles Mögliche. Ja, wenn man immer YouTube und Livestream macht, kommst du so gar nicht. Da habe ich ihn ja mal erklärt. So einen kilometerlangen Text. Jedenfalls hat er mir jetzt sozusagen dann zurückgeschrieben, hat mir die Noten gegeben. Also ich habe jetzt praktisch die Instrumentalversion ohne Gesang. Warte mal, ich spiele mal kurz an hier. So, ich kann jetzt und ich habe auch die Noten sogar. Und warte mal, ist das das hier? Tada. Das heißt, ich gucke, ob ist es jetzt ohne oder mit Gesang. Schauen wir gleich mal. Ja, ist ohne Gesang. War geil. Ja, voll geil. So, meine Aufgabe ist jetzt praktisch das Lied zu üben, dass ich das singen kann. Und bin ich mal gespannt. Also vor allen Dingen, er singt es auch schwierig. Also man denkt immer, es hört sich so leicht an, aber er singt es irgendwie nicht so dieses medienmäßig, ja, so dieses Medienstandardgedöns, sondern er hat so seinen eigenen Gesangsstil. Und mal gucken, wie ich das umgesetzt bekomme. Jedenfalls, ich habe das jetzt alles. Habe ihn auch zurückgeschrieben und da hat mir auch erklärt, was Momo heißt, ja. Und das, was es da heißt, das erkläre ich dann, das erkläre ich dann, wenn es um das Thema Momo mehr geht. Aber es hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Das heißt nicht einfach nur so Momo. Dieses Momo hat tatsächlich sogar noch eine Bedeutung. Sogar eine tiefgründige. Sogar für ihn persönlich hat es eine tiefgründige Bedeutung. Aber mehr dazu dann andermal. Ja, also ich habe das jetzt. Das ist das nächste Problem. Ich hätte gar nicht gedacht. Ich habe ihn auch geschrieben. Ich habe zu ihm gesagt, hättest du das jetzt mir nicht gegeben, hätte ich dir wenigstens die Schuld geben können. Dann wärst du der Böse gewesen, ja. Aber dadurch, dass er es mir jetzt gegeben hat, bin ich jetzt unter Druck, weil ich habe ja gesagt, ich würde es gerne bringen und das muss ich das ja bringen, weil ich gesagt habe, ich bringe das. Das ist voll blöd, oder? Hätte er gesagt, nein, dann hätte ich sagen können, ja, der hat Schuld, ich habe es ja nicht bekommen. Aber jetzt hat er es mir gegeben und nun kann ich mir, nun muss ich mich halt ransetzen und das sozusagen umsetzen irgendwie. Wird ein interessantes Ding. Also weil ich übe jetzt erstmal, ja, das zieht ja sowieso erstmal eine Weile, erstmal den Text üben, den Titel, also die Musik und wie ich das mache. Und dann nehme ich das auf Video auf und dann haben wir das auf unserem Kanal. Und ich habe mir da so schon ein paar Ideen, wie man das Video vielleicht aufnehmen könnte oder so. Aber erstmal muss ich den Text kennen. Also auf jeden Fall, ich hab's jetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Voll geil. Also ja, von dem werden wir noch, ich werde dir noch ein bisschen mal Werbung mit dem machen hier. Ja, musst du andere Leute Werbung machen, oder? Voll netter Mensch. Also schreibt auch nett und alles. Und echt toller Mensch, muss ich mal sagen. Ich finde, bei dem Lied Momo, ich finde, da kommt sein Charakter raus. Also da, weil jemand, der so ein Lied wie Momo singt, da siehst du, der macht auch solche Sachen, dass er einem das gibt. Also ich meine, das zeigt aber, dass er mir das gegeben hat, finde diesen und so nett schreibt. Ich denke mal, dieser Charakter spiegelt sich im Momo wieder, denke ich mal. Ist so meine Meinung. Habe ich ihn zwar jetzt noch nicht gesagt, aber ich denke mal schon. Also, ja. Gut, das mal dazu. Also, das läuft also, ja. Ich hab's jetzt. Nun liegt's an mir, wie das nun weitergeht. Also, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ja, er hat es halt nicht gemacht oder er meldet sich nicht oder keine Ahnung. Nee, also ist alles über die Bühne gelaufen. Nun liegt's. Und wie sagt man, jetzt habe ich den Ball, ja. Ich habe jetzt den Spielball, tja. Dummerweise. Jetzt muss ich da ran, sozusagen, ja. Was schreibt ihr da? Was schreibt ihr denn da? So, ich muss mal im Chat gucken. Ich kann ja schon mal, ich komme mal. Wir wollen jetzt den, für die YouTube-Leute, ihr seht es ja jetzt, aber für die Leute im Livestream. Wir wollen dann jetzt. Soll ich das Lied nochmal spielen? Wollen wir es nochmal hören? Nein. Ich spiele es ab und zu mal wieder. Nur mal so kurz ein, immer öfters mal spielen, um den Text schon mal zu üben. Ist nicht so medienmäßig gesungen, ja. Der hat so seinen eigenen Gesangsstil. So. Mann, ey.
Ich habe schon gemerkt, als ich beim Nachsingen dachte ich so, hupsala, ist doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es ist einfacher für mich. Scheiße, war doch nicht so einfach gedacht. Da bin ich mal gespannt. Und habe ich jetzt irgendwas verpasst im Chat? Warte mal. Ne? Was? Kusi macht irgendwann die singende Lohspielerin. Die singende Lohspielerin. Also, es ist schwierig. Wie gesagt, pass auf, ich spiele so, komm, ich spiele mal nur kurz, ich will euch mal den Gesang zeigen. Also, es ist nicht einfach, wie er das singt. Weil vom Text her, also, warte mal, wo ist denn das? Hier macht er mit Gesang, oder? Das war gerade ohne, mit, machen wir nochmal mit. Hör mich mal ein Stück vor. Ah, ne, das ist instrumental. Also. Warte mal, dann ist das hier mit Gesang. Bäumen fängt die Blüte an, könnt dich nicht führen, können nur bei dir sein und hoffen, du findest deinen Weg. Selbst wenn es düster wird, scheint es nur so. Hört ihr, wie lang? Oh, also da musst du echt, an manchen Stellen brauchst du echt Luft, ja, da brauchst du echt Luft. Das hab ich schon gemerkt. Vor allem bei Momo, wenn er Momo singt. Momo, was macht der? Könnt's nicht beschleunigen. Könnt's nicht beschleunigen. Der hat einen komischen gesagt, aber das ist voll geil. Also wenn ich das hinkriege, dann habe ich echt ein Ding geleistet, Junge. Also wie gesagt, der singt nicht dieses Mediens, so dieses normale Medien, sagt man, Kauderwelsch. So, das war das. Dann wollen wir mal, gehen wir mal rein. Also wer es sich anhören will, ja, wie machen wir das? Wir müssen da einfach auf unseren YouTube-Kanal gehen. Wir können ja auch mal das Lied verlinken als eine Videoempfehlung. Auf jeden Fall ansonsten auf unseren YouTube-Kanal und, Kanal gehen und da Diskussion. Und da ist ja, da haben wir ja miteinander geschrieben und dann einfach auf seinen Kanal Momo suchen. Das ist eigentlich, der Weg ist nicht so schwierig. So, entmuten, oder? Ich entmute mich mal. Theoretisch müsste dann Sarah und Zandea. Ich sehe nur Zandea. Wo ist Sarah? Na, 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 na. Wo ist denn Sarah? Ich sehe Sarah nicht. Ich entmute mich erstmal. Sound resumed. So, Zandea, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Hey! Wo ist denn Sarah? Die ist da. Aber die mit dem Teamspeak dazu. Na, ich dachte ja, oder nicht? Oder die wollte hauptsächlich nur überhaupt mal dabei sein, die hat sowas noch nie erlebt. Ich weiß nicht, kannst du sie fragen, ob sie auch ins TS möchte? Na, ich dachte, sie wollte mitmachen und mit dem TS mitmachen und sowas alles und so, oder nicht? Oder wie? Oder, weiß ich nicht, kannst du sie fragen? Oder ich kann sie auch fragen. Oder hatte ich was falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Also so habe ich zumindest nicht gemeint. Unsere singende... Kann auch sein, dass ich sie so selbst falsch verstanden habe. Warte mal, ich sag, nein, Kosi muss unsere singende Lohspielerin werden. Singende Lohspielerin. Kunstbanause. Warte mal, was war das Kunstbanause? Ich verstehe jetzt gerade nicht. Ich habe vorhin gemeint, dass ich mehr Wert auf LOL, Skyrim und Borderlands lege. Achso, als was? Als auf Gesang. Dann meinten die, ich wäre Kunstbanause. Ja, stimmt, Sandia, du bist ein Kunstbanause. Siehst du, bist ein Kunstbanause. Auch noch. Mensch, Sandia, jetzt bist du auch noch ein Kunstbanause. Jetzt hast du wieder einen Minuspunkt bei den Frauen gemacht, Mensch. Damit kann ich leben. Achso, ja, was machen wir jetzt mit Schneckle? Ja, nein, vielleicht oder doch oder vielleicht oder nicht oder hier oder? Ich hab mal angeschrieben, noch kam keine Antwort. Es kam noch keine. Hallo. 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 Schneckle, wie sieht's aus? Wolltest du mitmachen oder nur oder wie oder was? Was war jetzt mit dir los oder wie jetzt? Ich wollte das hauptsächlich mal erleben. Wow. Ich kann auch, also ich bin der passive Zuhörer, Aushelfer. Dings. Du meinst, aber du, wenn du es so hättest erleben, wir haben es doch auf Video schon, hättest du doch mit mir und Zandia das schon erleben können, wenn du dir die Videos angeguckt hättest. Ja, aber live ist das doch was anderes mit den Leuten und so, weißt du, da kann man dann nicht helfen, wenn... Achso, du meinst, du findest es spannend so mit den Leuten und so, ja, dieses... Ja. Ich habe festgestellt, auch für die YouTube-Leute, dass dieses Live-Feeling, das ist für viele sehr wichtig, ja, das ist komisch irgendwie so. Ja, trotzdem, weil wir eigentlich aufnehmen, aber viele sagen, live ist doch nochmal ein Stück anders irgendwie. Komisch, oder? Tja. Das heißt also, Schneckle mutet sich wieder und gibt Ruhe dann sozusagen, ja? Oder wie? Sozusagen, und ich kann ja Einwürfe geben, wenn welche gebraucht sind oder so. Ja.
Ja, okay. Dann machen wir so, oder Zandia? Dann warte mal, ich kann ja schon mal, warte mal, umschalten erstmal. So, das. Wollen wir dann erst gucken wegen den alten Zeugs und dann das neue machen? Aber wir können gerne erstmal die alten rüber gucken. Das heißt, wir gehen zu Dann den. habe ich auch nochmal im Bilde, wie die alten nochmal aufgestellt waren, dass ich das Schema da beim neuen anpassen kann. Das habe ich nicht immer ganz im Kopf. Genau, also dann, das heißt, wir gehen jetzt zu den Champions, richtig? Nee, doch, nee. Wir gehen, wo gehen wir zuerst? Zu den Runen oder gehen wir zu dem. So, Apropos beim Runen, kann Ruhen ich war es schon. fürs auch wieder was zu machen. Ich glaube ja, oder? Kann es sein? Ich glaube, hier ein Gelber ist hier, glaube ich. Oder? Also wenn da Lücken sind, kannst du die ausfüllen. Weiß ich nicht genau. Kannst du das sehen? Ja, hier ist was freigeschaltet. Warte Ja, mal. bei den Runen kannst du drei neue Sachen verteilen. Ne, zwei. Einen roten, einen gelben, einen blauen. Ne, bei Rot steht gesperrt. Wieder einen freien roten Platz. Ach, da, jetzt sehe ich ihn auch. Okay, das heißt, wir machen bei Rot. Ja. Dann machen wir praktisch wieder Angriffsschaden, oder? Bei Rot Angriffsschaden? Warte mal, was ist, wo ist denn das? Angriffsschaden. Das ist hier dann praktisch Zeichen Rot. Der zeigt sich auch schon in Rot an. Also dann packe ich das hier. Warum macht dann das jetzt nicht? Achso, rüberziehen, oder? Rüberziehen. Kannst du, glaube ich, auch rechtsklicken. Achso, ich habe mit der linken Taste versucht. Und so, dann den Siegel. So, und da haben wir praktisch die Rüstung. Okay. Und hier haben wir freigeschaltet, was ist das? Glyphe, Magieresistenz. Also Magieresistenz. So, dann haben wir das fertig. Das ist praktisch die Krieger-Dings. Bei dir rumst es da mal so am Mikrofon. Oder ist das Bitte. Schnecke? Ist das Schnecke oder wer rumst da so am Mikrofon rum? Da? Man hört das Könnte ab. ich gewesen sein. Tut mir leid. Warte mal, so dann die Kriegerkaste. Da auch wieder. So, hier müssen wir dann machen. Magiedurchdringung. Zack. Siegel ist nur Rüstung. Rüstung ist anscheinend immer für beides sozusagen. Also beide für beide Dinger, die wir haben. Und Freischaltung. Was Du ist hast das deine hier? erste Seite gar nicht gespeichert. Oh Mann, ist es dann jetzt weg? Mal gucken. Ah. Jedenfalls glaube ich, du hast auf den Speicherbutton rechts unten nicht drauf Nee, gedrückt. habe ich nicht gemacht. Warte mal, das ist wahrscheinlich weg, oder? Nee, ist glaube ich noch da. Und hat das automatisch gespeichert? Sieht so aus. Also solange rechts unten der Speicherbutton hell ist, kannst du und solltest du noch speichern. Er Und hat wenn automatisch gespeichert. Ich werde es ja gleich sehen, wenn du die Seite offen hast. Normalerweise Ja. macht er das, glaube ich, eigentlich nicht. Bei Okay, mir? Seite 2 hast du gespeichert. Ich glaube, das hat er durch Seite 1 mitgespeichert. So war es vermutlich, dass das dann direkt beide übernommen hat. Dann ist okay. Warte, ich muss noch einen machen, ja. Und zwar Glyphen und da müssen wir machen. Fähigkeitsstärke, Fähigkeitsstärke. So, dann haben wir die Felder ausgefüllt. Speichern, fertig. So, dann kommen wir jetzt zum spannenderen Teil. Das sind dann praktisch die Meisterschaftspunkte. Und da müssen wir praktisch bei 1 anfangen. Das ist einmal Garen, Tank. Haben wir da irgendwas neu? Ja, ich habe 3 Punkte zur Verfügung. Jo. Kann 3 Punkte verteilen. Was wollen wir nehmen? Du solltest dir mal die besseren Runen holen. Kostet bisschen, aber macht dir es dir gerade im Jungle einfacher, sagt Natalu. Was sagst du dazu, Zazander? Ja, könnte man langsam ansteuern. Das kostet zwar einiges an Einflusspunkten, aber das ist nochmal ein netter Bonus obendrauf. Was heißt einiges an Einflusspunkte? Oh, das kann ein teurer Spaß werden. Je nachdem, was du für Runen brauchst. Ob die Kosten. Also jede kleine 200 bis 800 Einflusspunkte Oh, nee, das und können wir uns gar jede nicht große leisten. so um die 2000. Oh, nee, das können wir uns nicht leisten. Das Das können lohnt sich aber. Irgendwann sollte man das mal machen. wir. Ja, aber nicht, nee, nee, nicht heute dann. Das ist zu teuer, können wir uns nicht leisten. Ich glaube, mit Da. deiner Geldmenge könntest du dir das vermutlich sogar leisten. Nee, 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 das geht nicht erstmal. Heute gehen wir ja viel aus. Wir müssen ja den Champion kaufen und der kostet ja schon ganz schön viel.
Nee, da müssen wir noch sparen. Fangen wir lieber an mit Garen. Was haben wir? Wir haben 3 Punkte mit Garen, die wir verteilen können. Was sollen wir machen? Also erstmal können wir die Zauberei noch einen höher machen auf 5. Immer Zauberer. Ja. Zack, ja, Hammer. Die Reihe da drunter ist jetzt die Frage. Das linke ist sehr offensiv. Damit machst du einfach mit einem normalen Angriff alle 6 Sekunden ein bisschen Bonusschaden. Das mittlere ist passiv. Damit kannst du dich in der Lane heilen, wenn du einen Minion tötest alle 30 Sekunden. Und das rechte hilft dem Team. Wenn du einen Gegner angreifst, machen deine Teammates 3% mehr Schaden auf den Gegner. Na, wir müssen so machen, wie wir den jetzt geskillt haben. Ich weiß nicht, wir haben den auf Angriff geskillt, oder? Denke ich mal. Nee, auf Tank haben wir den geskillt. Beziehungsweise auf Tank skillen wir ihn gerade. Bisher haben wir den gesamten Tank-Tree auf der rechten Seite durchgeskillt. Jetzt geben wir ihm noch ein bisschen Schaden mit dazu. Die Sache ist, an dieser Stelle ist es spielweisend bedingt. Also alle 3 sind durchaus möglich. Das Problem ist mit der dritten, die hilft dir erst im Late Game was, dafür dann aber am meisten. Weil du erst was, wenn du mit dem Team arbeitest. Und ja, das linke ist dann offensiv, das mittlere ist defensiv. Na, ich bin ja ein Offensivspieler. Dann nimm das linke. Ganz linke, ja, frisches Blut. Ja, oder halt das ganz rechte fürs Late Game mit deinem Team zusammen. Was ist hier noch zusätzlichen Schaden? Durch seine Verbündeten. Ja. Na, das eine würde praktisch erst am Ende zur Wirkung kommen, oder? Erst wenn du mit deinem Team kämpfst. Aber dafür dann mit Abstand am stärksten. Ja, dann machen wir das so. Aber da haben wir nur einen Punkt jetzt verteilt. Dann können wir noch einen Punkt verteilen. 2 verteilt haben. Darüber hast du die Zauberei noch ausgebaut. Ja, aber ich habe immer noch einen Punkt. Ja, genau. Einen hast du noch. Und der kann dann noch in Natural Talent, also Naturtalent. Naturtalent. Zack. So, haben wir alles aufgebraucht. Abspeichern und zunächst. Speichern, okay. Zack. So, dann kommt die böse Annie Fontaine, das lassen wir. Die böse Annie Fontaine. Tyne meldet sich irgendwie nicht. Ich glaube, wir können da mal, ich denke mal, Tyne rausnehmen aus der Liste, weil ich weiß nicht, wann der wieder mal kommt. Und wenn nicht, kann man ja mit Tyne mal komplett neu machen. Weil sonst kommen wir hier immer durcheinander mit Tyne und Alex und hast nicht gesehen. Ja, ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass das, was er vorhatte, das haben wir mittlerweile auch erreicht. Ich hatte es nur anfangs anders gebaut. Mittlerweile sind unsere Seiten höchstwahrscheinlich eh identisch. Immer Annie. Also ich glaube, die kann weg. Ja, warte mal. Die gute Annie. Wenn du mal vergleichst, das, was er hat, haben wir auch alles drin schon. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Ja, dann kann das nämlich weg. So, machen wir das mal weg. Zack. Sieht doch schon mal dann geschmeidiger aus. So, die böse Annie. Da haben wir drei Punkte zu verteilen. Genau. Da kannst du auf jeden Fall auch die Zauberei nochmal einen höher machen. Genau. Hammer. Sag mal, Kosi, du hast aber mehr Spaß, wenn du besser klarkommst. Warte mal, du hast einen großen Nachteil in jedem Spiel. Wir hätten jetzt Natalo wieder wegen mehr Geld ausgeben, wieder für irgendwelche Runendinger und so. Ja, wegen den Runen. So Ach ziemlich so. Jeder normale Spieler hat die besten Runen und du halt noch nicht. Aber du hast auch noch Zeit dafür, das Geld zu sammeln, also. Ja, das sammeln wir noch. Dann lassen wir mal den Sammeltopf rumgeben und dann schauen wir mal, ne? Die Sammelbüchse. Lass mal die Sammelbüchse rumgehen in der Gemeinde, hier in der Gemeinde, in der Pfarrersgemeinde. Der Pfarrer geht mit der Sammelbüchse, ne, die Nonne geht ohne Slip mit dem Nonnenrock durch die Gemeinde und sammelt mit der Büchse mal. Oder so. Okay, also das haben wir. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Was wollen wir nehmen? Genau, da gilt wie bei Garen ähnlich. Allerdings würde ich da nicht unbedingt das rechte nehmen. Das verfehlt deine Funktion. Also entweder das linke oder das mittlere. Je nachdem, ob aggressiv oder defensiv. Na, ähnlich. Ja, Annie ist ja aggressiv. Jo. Annie ist ein aggressiver Spieler. So, da haben wir noch einen. Und den auch wieder auf Naturtalent. Naturtalent! So haben wir das auch. Ja. Wird ja langsam hier. So, dann haben wir die gute Annie. Da würde ich auch einen auf Zauberei. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die gute und der böse Annie der Unterschied war. Die, Annie war für Support auf der Botlane. Annie als Supporter? Ja, das hatten wir einmal gemacht, glaube ich. Hatte dir zwar nicht so gefallen, aber es geht. Annie als Supporter? Ja. Weiter her.
Allerdings, ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Was man müssen wir, skillen wir da auch aus, oder? Also skillen wir praktisch. Ja, die sind identisch. Auf jeden Fall Zauberei, aber dann in der Reihe darunter nehmen wir auf jeden Fall das Rechte, weil du da mit einem Partner auf der Botnet zusammenspielst. Aber also praktisch das Rechte und dann unten Naturtalent, oder? Genau. Okay, haben wir das auch. Und dann sind wir bei den Warwick angekommen. Den Top Number One. Da haben wir ganz rechts, können wir noch eins skillen. Eins müssten auch drei sein. Ja, ja. Kannst du eins weitermachen? Ja, das kannst du auf jeden Fall weitermachen. Ein weitermachen? So, dann haben wir noch zwei. Und ja. Würde ich sagen, entweder das linke oder das mittlere. Das da linke. Da drunter meinst du, ja? Ja, in der zweiten Reihe, im letzten Baum. Das linke macht dich schneller, wenn du durch Büsche oder durch den River, also durch den Fluss in der Karte läufst. Das mittlere, dann kriegst du zwei weniger Schaden von neutralen Monstern und von Champions. Und ganz rechts? Ich würde aber schon eher das Rechte, es gibt dir Bonusresistenzen, wenn du unter deinem eigenen Turm kämpfst. Das ist gerade unwichtig. Als Jungler eher so gar nicht. Das ist unwichtig. Ziemlich, ja. Ich würde jetzt zu dem mittleren tendieren, weil ich habe gelesen, dass auch neutrale Monster dir dann zwei Schaden mehr machen. Und gerade als Jungler, jedes neutrale Monster macht dir dann mit jedem Hit zwei Schaden mehr. Das lohnt sich schon sehr. Du erleidest zwei weniger Schaden. Ist dann besser, oder? Ja. Das mittlere. Das defensiver, das andere ist offensiver, weil es sehr Geschwindigkeit gibt. Lauftempo im Gebüsch und Fluss. Ja, aber nur im Gebüsch und im Fluss. Ja, aber gerade als Jungler bist du da durchaus häufig unterwegs. Ich renne aber kaum durch Gebüsch und Fluss. Okay, das Internet hat einmal was ganz anderes und einmal das mittlere. Ja, aber ich renne ja kaum durch ein Gebüsch und durch den Fluss. Also ich renne meistens immer auf irgendwelchen Wegen rum. Also Gebüsch und Fluss renne ich. Keine Ahnung, von 10 Mal kannst du sagen, renne ich das einmal vielleicht mal durch ein Gebüsch oder durch einen Fluss oder sowas. Also das bringt nicht viel. Dann wird doch eher die Mitte. Okay, dann haben wir noch einen. Der kann dann in das linke. Das linke wäre dann Bad Ruhenrüstung? Genau. Das erhöht deine Heilungen, also dein Lifestyle. Und rechts ist plus 10 Leben. Das bringt ja gar nichts, oder? Plus 10 Leben. Uff, es geht. Das ist ein netter Grundbonus. Ich meine, du hast ihn halt von Anfang an. Am Anfang sind das fast 10% mehr Leben. Wenn man das dann hochgeskillt hat auf 50 Leben. Aber das andere ist halt prozentuale Heilung. Also jeder, der keine prozentualen Heilungen, Schild oder Regeneration hat, nimmt das Rechte. Und ja, du hast aber einen Lifestyle, deswegen eindeutig das Linke. Ja, würde ich auch sagen. Haben wir den auch. Okay, dann haben wir Kale haben wir dann, Engel des der Lanes. Engel der Lanes vor allen Dingen. Da haben wir praktisch in der Mitte noch, den wir einen fertig skillen können. Brutalität können wir da skillen. Ja, den kannst du auf jeden Fall skillen. Zack, dann haben wir den voll. Gleich kauft mein Champion. Dann entweder das mittlere oder das rechte. Wobei das mittlere defensiv ist und das rechte eher aggressiv. Ich weiß gar nicht mehr, wo hattest du deine Kale denn gespielt? Weißt du das noch? Im Jungle, oder? Warte, ich meine, wer weiß das von den Zuschauern? Übrigens für die Zuschauer, ihr könnt, wenn ihr was besser wisst, ja, wenn ihr meint, ihr wisst was besser wie Zandir hier, könnt ihr ruhig mitarbeiten, könnt ihr ruhig mithelfen, ja? Ihr könnt alle mitmachen, wenn ihr was besser wisst oder so, ja? Nee, warte mal, ich glaube hier das Engel des Lands, du wolltest, glaube ich, Engel der Lane schreiben, weil dein siebtes heißt Kale Jungler. Wir hatten wohl beides. Cousin, du hast Lanes falsch geschrieben. Was? Ja. Das habe ich geschrieben. Lanz. Ja, hat nicht hingepasst, Leute. Hat nicht hingepasst, Mensch. So, wenn du das S durch ein E ersetzt, hast du Engel der Lane. Na, wir haben noch nicht ohne Grund Lanz geschrieben, oder? Es hat bestimmt einen Grund gehabt, warum wir Lanz geschrieben haben. Ich kenne den Grund nicht. Ich weiß das auch nicht, Mann. Dann schreiben wir da halt einen. Warum haben wir denn das? Wer von euch hat hier bitte schon wer hat das verändert, sag mal? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann schreiben wir Engel der Lanz. Oh nee, Mann. Warum? Da muss man sich das Video angucken, warum wir das geschrieben haben. Ja, wo haben wir die denn gespielt? Kann man das anhand des Baudings hier sehen? Ja? So. Wir für die Zuschauer, was meint ihr? Was haben wir? Soll es ein Jungler sein oder was soll es sein hier? Ja? Toplane oder Mitte? Wer standardmäßig fails? Ich glaube,
Ja, steht doch Engel der Lane, oder? Deswegen Lanes wahrscheinlich. Deswegen muss irgendwas mit Lane zu tun haben. Sonst hätten wir Ja. wahrscheinlich Jungler geschrieben oder so. Du hast noch die siebte, die heißt extra Jungler. Also wir hatten wohl für beides eins. Kann Wobei ich sein. gerade im Internet gecheckt habe und scheint ziemlich identisch zu sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen ja keine zwei Builds. Wie? Kannst du mit dem Bau sozusagen praktisch gleichzeitig Jungler und Lane spielen? Gucke gerade, aber es schaut so aus. Genau, Trader-John, schlaf schön und wir gehen auch gleich schlafen. Ja, doch, die sind eigentlich identisch. Dann brauchst du ja gar keine zwei Builds. Dann Vielleicht war das früher noch anders. löscht man den anderen weg, wenn man darauf stoßen soll, falls es noch eine Kelle gibt. Ich weiß ja nicht mehr. Na, na, da, Sache ist, da. die Meisterschaftsbäume verändern sich ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit, je nachdem, welche Items gerade effektiv sind. Und ja, es kann sein, dass es da früher ein bisschen was anders war und mittlerweile sind die meistgespielten Builds halt identisch im Jungle und auf der Lane. Natalu sagt gerade, Kell ist eher top, glaube. Top, 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 top. Kell, war das nicht die eingebildete Kuh? Geht eigentlich. Das war doch die eingebildete, oder? War das nicht die eingebildete, mit der, die mich nicht gemocht hat oder so? War das nicht diese Will eigentlich für eingebildete? Gerechtigkeit. Nee, das war diese eingebildete Zicke, oder? Das war diese eingebildete Zicke gewesen, glaube ich. Ja, da war mal was. Na, okay, was machen wir? Zwei Punkte haben wir noch. Das war. Genau. Dann im mittleren Baum auf Assassin, also auf das Rechte, für mehr Schaden im Duell. Okay, haben wir. Und darunter dann das linke, gnadenlos. Erbarmungslos, ja. Okay, warte mal. Jetzt haben wir mal gespeichert. Ja, die war das. Natalo sagt ja, warte mal, wir gucken, ob es noch eine Kale gibt. Ne, eine Ashe haben wir hier noch. Tatsächlich, Kale Jungler gibt es nochmal extra. Und du hast recht, die sehen sich irgendwie identisch aus hier. Ja, die sind identisch. Was wir da gebaut haben, ist identisch. Dann können wir die 6 weglöschen. Oder die 7. Nee, die 7 ist echt. Ah ja, stimmt, wir haben ja schon einige gelöscht. Mir war es noch die 7, weil das. Dann haben wir jetzt nur noch die Age. Okay. Okay, habe ich. Da können wir praktisch in der Mitte den Baum vor Brutalität vorverstören. Warte mal, schon wieder Brutalität? Ja, schon wieder Brutalität. Die haben beide Brutalität. Wir haben, warte mal, haben fast Age genauso gebaut, sehen nicht gibt. Nee, Nee, die nee, linke nee. Seite ist ganz anders. Naja, okay. Dann aber Age können wir einen voll machen, zack. So, jetzt haben wir noch zwei. Da, Ja, da, da. darunter würde ich den Secret Stash, das Ding in der Mitte nehmen. Geheimvorrat oder wieder. Geheimvorrat, okay. Was macht denn der? Deine Tränke und Elixiere halten 10% länger. Meinst du, bringt was? Persönlich kann ich Da, das da, nicht da, leiden, aber die anderen beiden sind für dich noch schlechter. da. Ach so. Die Eiche. Okay, und dann haben wir noch zwei. Nee, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Dann darunter das linke wieder erbarmungslos. Erbarmungslos, ja, ich krieg mir wieder zu. Okay, dann haben wir das Ding durch, oder? Ja. Damit haben wir alle Dinge Bumse gemacht. Das heißt, jetzt kaufen wir unseren Champion. Richtig? Haben wir ja alles. Ja, ich denke schon. Jetzt geht's zum Shopping. Jetzt geht's zum Shopping. So, und wir kaufen natürlich unseren Trundle. Logisch. Der Top-Favorit. Dass ich nun offiziell die Trollkönigin und König werde. Warte mal, wie schreibt man? Ich versuche den mal zu schreiben. Warte mal, ich mal gucken. Warte mal. Trundle. Habe ich das richtig geschrieben? Schau mal. Trundle. 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 Richtig geschrieben. Okay. Ich muss mal groß noch schreiben. Kopiere ich mir gleich mal. Trundle. Zack. Mann, der kostet 4.800. Der schlägt richtig ins Portemonnaie rein. 4.800 Glocken kostet der Trundle, ja. Das ist also ein richtiger Luxus-Champion, kannst du sagen. Das wird richtig teuer, Mann. Trundle, der Trollkönig, ne? Okay, ich kaufe ihn. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Es ist so schmerzvoll, aber ich muss ihn nehmen. Oh nein, ich habe ihn gekauft. Ich habe ihn gekauft. Applaus bitte. Applaus!
Ja, wir haben den Troll. Wir haben Trundle erworben sozusagen. Es hat lange gedauert, viele Wochen haben wir drauf gewartet. Ja. Viele, viele Wochen. Nun gehört er uns. Er ist in unserem Besitz. Einzigartig, vollkommenet. So, das heißt, jetzt gehen wir wieder. Ruhen brauchen wir nichts machen, oder? Wir nehmen dann für den die Kriegerruhen, oder? Ja. Kriegerruhen. Und das heißt, Meisterschaften müssen wir jetzt gleich mal anlegen, richtig? Ja. Das ja, heißt, doch. Wir machen jetzt eine 7 auf sozusagen. Eine 7. Oder wolltest du erst das Shopbild machen oder erst die Meisterschaftspunkte? Ich glaube, wir können erst die Meisterschaft. Okay, warte mal. Muss ich einen Namen geben? Achso, da oben. Dann geben wir dem mal einen Namen. Nee, die Internetseite, auf der ich geguckt habe, wurde. Ach nee, das ist jetzt gerade die Topseite. Trundle. Doch, ich glaube, die wurde tatsächlich aktualisiert. Da stellt sich nun die Frage, wie kann man Trundle spielen? Nur im Jungle oder auf irgendeiner Lane oder so? Auch auf der Top-Lane. Oh, fuck. Naja, ich wollte speziell eigentlich Trundle nur im Jungle spielen. Also auf einer Top-Lane hatte ich eigentlich keinen Bock dazu. Das ist auch nur Jungle Masteries. Ja, machen wir erstmal nur, weil ich auf Top-Lane habe ich jetzt nicht so den Drang mit dem. Also mein spezieller Drang führte mich mit dem eigentlich in den Jungle eigentlich und nicht auf irgendeiner Top-Lane oder sowas. Gut, dann machen wir das. Der sieht ja aus wie ein Jungler. Der sieht ja aus, als ob er aus dem Wald kommt, oder? Also kommt er auch, na, muss er doch da, Mensch. Was soll denn der auf einer Top-Lane? Kann man ja immer noch machen. Aber ich denke mal, wir sollten erstmal nur eine Dings machen. Genau. Okay, da haben wir 25 Dinger zu verteilen. Halleluja. Ja. Fangen wir an im linken Baum. Und denkt da für die Zuschauer, wenn ihr wollt, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr gerne reingrätschen. Falls ihr meint, nee, Zandea, das ist nicht gut. Lass uns mal doch eher ein bisschen Bumse, ein bisschen Bamse machen. Ja, kann ja sein. Falls irgendwelche Challenger unter uns sind, die Ahnung haben. Oder die perfekt den Trundle spielen können. Obwohl, den sehen wir eigentlich selten, oder? Also lange wie ich jetzt spiele, haben wir den selten als Gegner gehabt, oder? Den Trundle. Also ich habe den selten gesehen. Wenn es hochkommt, habe ich den, so lange wie wir LoL spielen, glaube ich, keine Ahnung. Ein, zweimal, drei, höchstens dreimal gesehen oder so, glaube ich. So lange wie ich LoL spiele. Ja. Wird aktuell nicht so häufig gespielt. Vor einer Weile war es ganz okay, aber momentan nimmt es wieder ab. Also ich habe den, also mir, Frau, mit der ich einkaufen gehe, mit 10 Stunden in einen Laden. Oh, 10 Stunden gehen die Frauen im Laden und so. Mensch, das geht. Okay, was wollen wir machen, Zandia? Wir wollen einmal im linken Baum. Das linke 5-mal. Also Zorn, ja? Meinst du Zorn? Ja, Zorn. Angriffstempo kriegen wir da. Da kriegen wir Angriffstempo. Oh, hat schade gemacht. Dann darunter das mittlere. Das mittlere ist Fraß. Das Töten einer Einheit stellt 20 Leben wieder her. 20 Sekunden Akne. Das ist gut, oder? Ja, ist nicht die Welt, aber ist das Beste von den Optionen, die wir da so haben. Coole Sache, Mann. Echt easy, echt nice. Dann wollen wir das linke diesmal haben. Vampirismus. Vampirismus? Du meinst, dann habe ich den Natalu in mir drin? Ja. Lebensraub und Zauber... Was? Zaubervampir. Zaubervampir? Das heißt, dass deine normalen Angriffe und deine Fähigkeiten dir Leben wieder zurückgeben. 2% von dem Schaden, den du verursacht hast. Hört sich geil an, oder? Hört sich geil an. Knallen wir voll rein. Okay, habe ich. Dann wird da drunter tatsächlich das mittlere empfohlen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen... Kommst du manchmal abgehakt mit deiner Stimme noch? Okay, vielleicht muss ich mein Mikro näher ranmachen, ist so besser. Ja, müssen wir gucken, was ist mal los im Chat? Im Chat, also denk da, wer mitmachen will. Ich hoffe, so besser. Baguette ist, ja, ich muss, lass mal so. Und Baguette ist irgendwie gerade getimt heute, was hat er gemacht? So, wat nu, sagt der Schuh. Also wie gesagt, in der vierten Zeile ist empfohlen das mittlere, aber ich hätte ehrlich gesagt zum rechten tendiert. Kampf. Weil das mittlere gibt dir 5% mehr Schaden, du bekommst aber auch 2,5% mehr Schaden und als Tank ist das eigentlich ein bisschen scheiße, ja. Ist Kackerle Backerle. Und ganz links, was hältst du von ganz links? Na, ganz links ist die Sache, der bringt dir erst was, wenn du auch Leute getötet hast. Dann ach, das Ding wieder mit den pro Champion und so. Genau. Mal die und alte Gurke. Das rechte macht dich stärker, je länger du kämpfst. Wenn du 5 Sekunden lang kämpfst, kriegst du plus 5% Schaden. Das ist eigentlich für Tanks gut, weil die ja in der Regel lange kämpfen. Also das würde ich dir dann am ehesten anraten. Dann nimm mal das. Ist ja kostenlos. Jo. Okay, habe ich. Darunter dann das linke.
Das ist dann Kampf. Mann, ich sehe schon wieder verschwommen. Ich kann schon wieder nicht lesen hier. Ich muss wieder mit Lupe lesen. Ramponierende Hebe oder sowas. Sehe ich mit meinen verschwommenen Augen. Da. Da sagt jemand, dürfte ich einen Link schicken? Da kannst du Champions eingeben und siehst das, was du für Masterlist brauchst. Schau mal einer daher. Guter Tipp. Ich wette mal, das hat unser Zandir hier auch gemacht. Ja, also mir wurde empfohlen, bei champion.gg zu gucken. Da gucke ich auch aktuell rein, wobei das Fatunnel ehrlich gesagt nicht vollständig ausgefüllt ist. Hier stand zum Beispiel nichts zum Itembild. So auch immer. Könnte daran liegen, dass gerade eine neue Season relativ frisch angefangen hat noch, aber wundert mich eigentlich, dass sie das gerade so langsam hier aktualisieren. Vermutlich, weil der derart wenig gerade gespielt wird. Tja, deswegen. Wisst ihr Bescheid. So, und ja, dann so, warten jetzt. Jetzt haben wir die nächste Reihe. Gehen wir da bis runter, ja, oder? Irgendein Ding müssen wir Ja. bis runter skillen. Ja, das auf jeden Fall. Da wollen wir das Mittlere. Nee, warte mal, nee, ich bin ja noch bei hier, bei der. Warte mal, nee, wir sind ja noch bei bohrende Gedanken und bei Rampendingsbums Herbe oder sowas. Auf jeden Fall das Linke, da hatte ich schon Ach gesagt. so, das Linke. Mann, wie heißt der? Muss man mit der Lupe gucken hier, scheiße nochmal. Wie heißt das? Ramponierende Hiebe. Ach, ramponierende Hiebe, nicht Herbe. Okay, jetzt habe So. Na, danke fürs Helfen. Ja, immer mithelfen, immer mithelfen hier. Ja, da. Nee, wir spielen nicht. Wir spielen heute kein LOL. Wir machen LOL. Wir machen jetzt mal schön gemütlich. Wir machen ja schön einen auf gemütlich. Ja? Holt euch schon mal ein bisschen, putzt euch schon mal die Zähne, geht schon mal schlafen mit Bettdecke bis zur Nase ziehen, schön gucken dabei. Oder isst noch schnell ein bisschen Kuchen, ein bisschen Kaffeechen und so. Macht euch schön gemütlich. Wir machen jetzt nur einen Shopbau schön alles hier und dann mal Feierabend. Genau, und dann freuen wir uns, wann es losgeht mit Trundle und so. Okay, was haben wir denn in der letzten Reihe? Da wollen wir das Mittlere. Da wollen wir auf das. Battle. Auf Battle. Warum? Ist es, denkt dann, wir wollen ja so bauen, weil ich ja bin ja normalerweise ein Aggressivspieler. Also ich bin ja ein Offensivspieler eigentlich normalerweise. Immer feste drauf, immer auf die Nuschel und so. Schnell auf die Nuschel und schnell wieder weg oder so, wenn es geht irgendwie. Naja, auf jeden Fall schnell. Schnell muss es gehen irgendwie vielleicht. Nicht immer. Naja, ich weiß auch nicht so genau. Naja, werden wir dann sehen. Also du meinst das Mittlere, ja? Okay. Cool, jetzt haben wir noch sieben. Sieben ist unsere Zahl. Sieben ist unsere Zahl. Yeah. Sieben Dragon Balls. Und Sieben ist willst du unsere als nächstes erstmal tankiger werden oder mehr Schaden an den Jungle Monster machen? Zahl. Ich Na. glaube, ich sage mal tankiger werden, das ist glaube ich effektiver. Tankiger Dann in werden. den rechten Baum. Ganz nach rechts meinst du? Ja, im rechten Baum, erste Zeile rechts. Warte mal, ganz rechts, ja? Wieso tankiger? Was meinst du tankiger? Denn das heißt, ich brauche dann länger im Jungle, oder? Minimalst länger, als würden wir das mittlere nehmen. An sich heißt tankiger nicht automatisch, dass du weniger Schaden machst. Also wir haben jetzt die Option zwischen, ich glaube, 5 mehr Schaden bei jedem Norm-Hit gegen ein Minion oder 5% auf alle Resistenzen. Und prozentual lohnt sich schon eher mehr. Letztendlich werden wir beides haben, aber du hast noch nicht alle Meisterschaftspunkte, deswegen können wir noch nicht beides skillen. Okay, dann machen wir also hier ganz rechts das Rechte dann, ja, oder was? Also praktisch unnachgiebig. Ja. Okay, habe ich. Jetzt habe ich noch zwei Punkte. Zwei Punkte noch. Da. Jetzt sagt eine Testrunde. Ja, richtig, nächste Mal. Also, was meinst du, Zandia? Einen Moment. Ja, Ich lass habe dich. es verstanden, glaube ich. Da. Ah, genau, und darunter dann das mittlere. Was? Das mittlere? Das mittlere. Zähe Haut meinst du, ja? So Du heißt dann, erleidest ja. zwei weniger Schaden durch normale Angriffe von Champions und Monstern. Hört sich gut an. Dann haben wir noch 15, ganz links haben wir Lauftempo im Gebüsch, das ist wieder Schrott. Und Rüstung und wenn für den. Was ist denn mit den rechten, ganz rechts? Meinst du nicht auch das Das ist vielleicht? immer noch unter Türmen. Als Jungler Ach wird das so, bei ja, uns Türme, naja, nichts. ganz vergessen. Okay, und dann haben wir noch einen.
Jetzt haben wir noch einen kleinen Muselmann. Den machen wir dann in der Mitte auf das rechte. Also mittleren Baum auf das rechte. Also Brutalität? Ja. Wow, sieht wild aus. Ich dachte, wir skillen in diesem Baum da weiter runter oder so. Weil nicht. Interessant. Ganz schön verschieden so. Dann haben wir alles, oder? Ja. Speichern. Jupp, da haben wir erstmal alles. Coole Sache, Mann. Das heißt, jetzt geht's zum zum Eingefleischten. Jetzt müssen wir zu den Sets, oder? Ja, zu den Sets, glaube ich. Jo. Eieiei, da müssen wir jetzt erstmal ein Bumse-Ding so erstellen. Wie war denn das doch gleich? Das war gleich richtig machen, oder? Zack. Und dann müssen wir mal nach. Boah, du machst schon wieder Wind, Sandia. Du machst schon wieder Wind. Oh, das tut mir leid. Da. Ich weiß nicht, was heute mein Mikro los ist. Ja, wir sollen nicht was los, sonst läuft immer alles. Aber ich muss mal gucken, wo kann ich denn den Text hier immer? Da noch nicht. Start Gegenstände, warte mal, einmal hier, glaube ich. Das ist, glaube ich, mit Gegenständen. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt den richtigen Namen hier eintippen kann. Trundle. Ah ja, ist er da. Okay, dann kann es da, glaube ich, weg. Wie war das nochmal? Wenn er da steht, ist es richtig, oder? Ich muss erstmal da oben schreiben. Enter drücken, das ist hier. Richtig? Und dann zuordnen. Ein Champion. Wähle Champion für dieses Dingsebumse aus. Gelegen Dingse. Genau. Und da muss ich den Warweg suchen. Gibt es eine Suchoption? Nicht Warweg, was redest du denn? Trundle. Trundle, so. Wo ist er denn jetzt? Ist er da unten? Jetzt ist er da unten, der Trundle. So, Trundle. Wo ist er denn jetzt? Mann. So. Okay, ist er jetzt richtig? Speichern erstmal. So ist richtig, glaube ich. Oder? Ja. Okay, habe ich jetzt, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube schon. Ich hab's an dir. Ja. Ich werde nochmal einmal kurz was am Anpassen. Jetzt schon mal nach den Jungler-Items suchen. Da weiß ich leider wieder nicht genau, wie die heißen. Such mal nach 350er-Items. Wir brauchen erstmal anfangen, diese komische Blume und was da mal, diese komischen Trank und sowas. Ja, dann such mal den Talisman des Jägers für 350. Tali. Habe ich schon. Talisman, mal. Talisman des Jägers, so. Dann Heiltrank, oder? Ja, drei Heiltränke. Warte mal. Heiltrank. Drei? Na, da kann man ja keine drei hinschreiben. Du kannst drei aufeinander packen. Oder drei nebeneinander packen. Ach, das ist geil. Das haben wir bei den anderen nicht gemacht. Ach so. Warte mal. Lass mich mal. Das haben wir bei den anderen nicht gemacht, so. Kauft der denn automatisch gleich dreimal? Nee, das leider nicht. Den musst du doch einmal anklicken. Na, warum das? Das ist theoretisch relativ egal. Na, wie ich pack die jetzt drei übereinander. Der zeigt da jetzt eine drei. Und wie zeigt sich das dann im Spiel wieder, wenn da jetzt drei übereinander steht, so? Da steht dann auch eine drei dran. Der Unterschied ist das nicht. Na, der Perfektionshalber könnte man bei den anderen das auch so dreimal drüber packen. Wäre eigentlich interessant. Aber eigentlich auch wieder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann fehlt uns noch diese Blume da, diese komische, dem Wort sozusagen. Genau, da kannst du auch, denke ich, erstmal den gelben nehmen. Man kann, weiß nicht, ob man auch direkt mit dem roten. Wie heißt denn der gelbe, weißt du das? Abwehrtotem. Da. So, dann haben wir den Abwehrtotem. Okay, haben wir. Den haben wir auch. Da, 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 da. Jetzt wird's ernst sozusagen. Also wir fangen mit dem Talisman des Jägers fangen wir sozusagen an. Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann haben wir jetzt die nächste Reihe. Und da sind sich die Sachen schon nicht einig. Also ich habe mir gerade mal die Seite angeguckt, die mir hier im Chat gerade empfohlen wurde, von dem Manu war's. Naja. Da ist nochmal eine andere Variante als die ich mir überlegt habe. Ich habe auch Olli nach einer Variante gefragt, die war auch nochmal anders.
Ich selbst hatte auch nochmal drei Optionen. Also wir hätten jetzt bis zu fünf nähere Optionen. Ja, deswegen ist jetzt die Frage, wie wollen wir das am besten was ausstellen? Es ist so oder so alles machbar. Die Frage ist, was gefällt dir im Zweifel am besten? Na, für mich immer, weißt du, meine Spielweise halt, meine Spielweise oder so. Ja, das sind teilweise nur so kleine, feinere Unterschiede. Das ist schwer zu sagen, was davon am besten wäre. Also ja. Erstmal können wir schon mal eins ausschließen, direkt beim Jungler-Item. Es gibt ja diese verschiedenen Hintergründe des Jungler-Items. Also klick mal auf den Talisman des Jägers drauf. Talisman des Jägers, ja genau. Dann hast du in der Mitte ja das blaue, den blauen Hintergrund, den grünen Hintergrund und den roten Hintergrund. Ja. Genau, und vier Optionen von denen, die wir uns jetzt überlegt haben, haben jeweils den roten Hintergrund und die eine von der Internetseite jetzt den blauen. Und ich finde den blauen nicht so geil. Also damit kannst du einen Gegner verlangsamen, wenn du ihn smitest. Und na, im Normalfall solltest du es mit Tunnel sowieso schon schaffen, ihn mit der Säule verlangsamen zu können. Und wenn er an dir ist, kannst du ihn weiterhin verlangsamen. Deswegen finde ich, braucht man das eigentlich nicht. Ich tendiere da lieber zum roten, dann machst du im 1 gegen 1 Kampf wesentlich mehr Schaden. Ja, nur smiten zum Verlangsamen ist ja langweilig, oder? Je nachdem, was man spielt, aber mit Tunnel kannst du sowieso schon verlangsamen, deswegen finde ich das überflüssig. Ja, der macht doch diesen Teppich da, diesen komischen Teppich, der verlangsamt, oder? Der verlangsamt nicht, aber die Eissäule verlangsamt. Oder so, irgendwas verlangsamt doch da, dann braucht man nicht noch ein extra, keine Ahnung. Deine Q verlangsamt auch, diese verstärkte Norm-Hit, der Biss. Ja. Können wir das Bild dementsprechend meiner Meinung nach rausnehmen? Was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir denn, was? Ich versuche weiter auszuschließen. Das ist jetzt die nächste Frage. Also wir nehmen auf jeden Fall schon mal das Ding mit dem roten Hintergrund dann davon. Also das kannst du auch mal anklicken. Zieh rein, ja, das rote Ding. Bitte? Mit dem roten Hintergrund. Das habe ich jetzt reingezogen. Genau. Und wenn du es ausgewählt hast, hast du da in der Mitte ja auch wieder vier weitere Optionen. Diese Edelsteine, die dann anders gefärbt sind. Siehst du die? Ja, wenn ich jetzt wieder rauf auf das Ding raufklicke, dann habe ich wieder, ja. wieder vier Dinger. Genau, das meine ich. Und das ist jetzt die Frage, wollen wir das erste, das zweite oder das vierte? Anhand dessen können wir schon ein bisschen was wieder ausgrenzen. Das erste, das zweite oder das vierte? Das erste gibt Angriffsschaden, Abklingzeit Dingsbumse und das zweite 400 Leben plus 15% zusätzlichen Leben. Das zweite macht sehr tanky und du hast eine Feueraura um dich herum. Eine Feueraura? Das vierte gibt dir Attack Speed. Auch einen Bonusschaden, immer wenn du jemanden angreifst, abhängig von dem gegnerischen maximalen Leben. Naja, der Trundle ist ja auch so eine lahmarschige Geige, oder? Ja, das ist er so oder so. Und also sollte eigentlich Speed bekommen, oder? Speed bekommt er von Attack Speed ist das. Das ist nicht Bewegungsgeschwindigkeit. Attack Speed, dass er schneller, keine Ahnung, rumschlägt oder was? Ja, genau. Und das ist spielweisentechnisch halt unterschiedlich. Also wenn wir das erste nehmen, das wäre dann eher für Burst-Schaden. Das heißt, du willst Gegner relativ schnell töten, relativ schnell viel Schaden machen. Das zweite, da bist du einfach sehr viel tankiger und hältst mehr aus und kannst länger mit den Gegnern kämpfen. Was mitunter auch deine Funktion wäre, je nach Bild halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das vierte, damit hast du auch sehr viel konstanten Schaden und kannst vor allem gegnerische Tanks gut auseinandernehmen. Tja, was nehmen wir nun? Die Frage. Geht halt alles. Also ich glaube tatsächlich am meisten gespielt wird die rote Variante mit Angriffsschaden. Aber ich denke für dich ist die grüne am angenehmsten und auch für das Team am hilfreichsten. Angenehmsten. Ich empfehle den grünen Kristall. Mal der grüne, 400 Leben. Ist fett, und oder? Auch noch das Prozentuale. Die 15% sind teilweise noch mächtiger im Late Game. Und die Feueraura ist auch nicht zu unterschätzen. Die hilft dir vor allem auch bei den Jungle Camps, weil du dann einfach die ganzen Jungle Camps die ganze Zeit so ein bisschen runterbrennst. Achso, also wenn mir zu nahe kommt, der brennt dann, oder wie? Jo. Ja, auch die Champions, oder nicht? Die Champions auch, oder nicht? Champions auch. Ist ja. Aber nicht viel. Noch ein bisschen brennt ein bisschen, oder? Ist doch schön, wenn es brennt. Jo, schon. Ja, das ist so ganz im Namen von Annie, kann man sagen. Warte mal, den müssen wir da vorziehen, oder? Der kostet ja gleich 2000. Ich kann nicht irgendwas machen. Ey, ich kann doch nicht warten, bis ich 1000 zusammen habe. Ich muss doch davor noch irgendwas Billiges kaufen. Ja, wir bauen ja die Vorstufe erstmal nur das Item mit dem Hintergrund. Also du hast jetzt den Talisman des Jägers. Und dahinter hast du schon gezogen die, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, das Ding mit dem roten Hintergrund. Säbel des Plänklers. Plänklers, genau. Und dahinter kannst du dann jetzt das mit dem roten Hintergrund und dem grünen Edelstein ziehen. Ja, Verzauberung Glukolus oder sowas, genau. Glukolus, genau. So, davor müssen wir noch was kaufen können oder so.
Wenn du das mal anklickst, das mit dem grünen Edelstein, siehst du, das besteht noch aus dem Zinderhulk. Also den kaufst du dazwischen noch. Theoretisch kannst du, wie du es sonst auch gemacht hast, du klickst dann ja einfach deine Items da durch. Wenn du siehst, okay, das ist zu teuer, dann klickst du ja drauf und guckst, was das besteht, das noch. Ich warte meine, mal, was denn für ein Zinderhulk? Was denn für ein Zinderhulk? Also, du klickst auf das Item mit dem grünen Edelstein und dem roten Hintergrund. Und dann links Zinderhulk, oder ich weiß nicht genau, wie es bei dir heißt. Heißt das Zinderhulk? Rubinkristall habe ich da und Barms Glutstein ist da. Dann ist das Barmys Glutstein. Dann. Ja, der kostet auch 1100. Jo. Da gibt es nichts, was billigeres mit 500, 600, 400. Ist doch, darunter ist noch der Rubinkristall. Aber wir wollten doch nicht jeden Schritt mitnehmen. Wir hatten doch mittlerweile gesagt, dass wir nur das Nötigste notieren, oder? Ja, was kaufe ich dann zuerst? Kaufe ich zuerst den Säbel des Plänklers oder erst... Der ist bereits davor. Wir sind schon, den hast du praktisch schon gekauft. Jetzt ist die Frage, was kaufst du weiter? Und dann kaufst du das Item fertig. Also du kannst jetzt entweder noch den Rubinkristall oder den Barmys Blutstein davor ziehen oder du packst direkt das Fertige hin, weil wenn du dann drauf guckst, ist es ja eindeutig, siehst ja, was dir noch fehlt. Ja, stimmt schon. Deswegen wäre jetzt der nächste Schritt, das Vollständige da hinzupacken. Oder man steckt noch den Blutstein und das... Weil man Säbel des Plänkers muss man dann zweimal kaufen. Nö, wieso? Ach nee, der ist ja einen davor, wird er gekauft, dann hat man den ja schon fast. Ja, deswegen. Deswegen ist das ja billiger, das dann fertigzustellen. Das ist ja ein Teil-Item. Wir stellen ja gerade die Reihenfolge fest. Ja. Ich sehe es auch gerade. So. Ja, dann, gut, und nun, was jetzt? So, hast du das dahinter? Ich weiß, vielleicht sollte man echt noch den Glutstein, ich weiß nicht, ob man den Glutstein noch davor packen sollte. Ich meine, das brauchen wir eigentlich nicht. Also du kannst gerne bei deinen anderen Builds nochmal vergleichen, wie wir es da gemacht haben. Ich glaube, wir hatten uns mittlerweile darauf geeinigt. Wir geben die Reihenfolge an, soweit wie notwendig. Und sonst kaufst du immer direkt das Teuerste, so gut es geht. Oder halt was Billigeres, wenn du das Geld dafür nicht hast. Ja. Und versuchst dann die Items zu beenden. Also angenommen, du würdest das so dann im Shop sehen, wie würdest du denn da vorgehen? Ich denke mal, du kaufst dann halt das Item da und wenn du dir was nicht leisten kannst, dann guckst du am besten, was kommt da noch davor aus, was besteht das? Ich weiß jetzt ja nicht, wie das im Shop aussieht. So, hab das irgendwie nicht mehr gerade im Kopf. Nicht genau so. Du hast dann da auch das Säbel des Plänklers und dann dahinter das Ding mit dem grünen Edelstein drin. Ja, ich denke mal, routinemäßig klicke ich immer dieses Item an und dann zeigt er mir, was da alles gekauft werden muss. Und dann kaufe ich der Reihe dann noch, lass mal so. Ja... Ich denke nämlich auch, das schaffst du. Lassen wir so. Probieren wir es so. Wenn nicht, können wir immer noch nacharbeiten oder sowas. Ja. Okay, dann haben wir das. Genau. So. Mir ist aufgefallen, wir haben die letzten paar Male, haben wir echt geschafft, also wir haben es schon ein paar Mal geschafft, bis zum letzten Schlüssel zu kommen, also bis zum letzten Shop-Teil sozusagen. Ja. Das haben wir früher nicht immer, aber die letzten Male so haben wir bis zum letzten Ding gebaut sogar. Wenn ein Spiel lang geht, kann das passieren. Ah ja, unsere letzten Spiele, manche gingen ja auf jeden Fall lange. Meistens über 50 Minuten, 40 Minuten. Auf jeden Fall eine da über 65 Minuten. Die Orakel-Erweiterung könnte man jetzt noch dazwischen schieben. Das ist das statt dem Abwehrtotem, dieses rote Ding. Ganz sicher, wie das heißt. Orakel irgendwas. Soll ich mal Orakel eingeben? Orakel. Orakel-Modifikation habe ich. Ja, genau. Ach, das ist wieder so ein Leuchteding wieder da. Genau, das Ding. Ich benutze aber am liebsten mal diese gelben Dinger nur, weißt du das? Ich mag diese roten Dinger. Ich benutze die nie. Ich kaufe die auch nie. Ja gut, also wenn du die eh nicht nutzt, dann ganz nee, weil ich hab ein, zwei Mal diese Dinger, die wir da immer, die kostenlosen Dinger, wir haben die alle, die wir da mal definiert haben, ich habe die alle schon mal gehabt und irgendwie habe ich keinen Nutzen gesehen. Ich habe am meisten Nutzen mal mit den Worts gehabt, eigentlich, ehrlich gesagt. Mit den gelben Worts. Ja, gut.
Also wenn du sie eh nicht nutzt, dann kannst du sie noch weglassen. Nee, im Notfall vielleicht, aber im Moment, ich sehe da mal keinen Nutzen in die Dinger, weil ich mit dem Wort, den setze ich irgendwo hin, dann kann ich gucken, ja. Das ist irgendwas. Und die Leute und die anderen können es auch sehen, dass da irgendwas ist. Und während die anderen Dinger, ja, da leuchtet mir was auf dem Kopf lang und dann kann ich, da sehe ich das vielleicht irgendwas und so. Ich kann mit den Dingern irgendwie immer nicht so anfangen. Irgendwie. Kann dir gerne den theoretischen Nutzen nochmal erklären, dann kannst du ja selber gucken. Ob ich, das ja, wahrscheinlich bin ich noch nicht in der profimäßigen Lage, diese Dinger anzuwenden für meine Verhältnisse oder so, keine Ahnung. Gut möglich, auch zumindest in grob gefasst. Mit dem gelben Ort-Item kann man halt die Dinger aufstellen. Die bleiben da unsichtbar und decken das Gebiet auf. Die kennst du ja schon. Das rote, damit kannst du kurzzeitig in einem Bereich unter dir alles Unsichtbare sichtbar machen. Damit kannst du also gegnerische gelbe Wards erkennen und entfernen. Deswegen ist das für Jungler teilweise gut, wenn du gerade in einem Busch an der Lane bist und ganken möchtest, also deinem Laner da helfen möchtest. Dann kannst du mal unter dir gucken, ist hier ein Ward, werde ich gerade gesehen. Wenn deins ist, machst du es weg und gehst wieder weg, weil die dich dann eh bemerkt haben. Und wenn der keins ist, bleibst du weiter und wartest auf eine Gelegenheit anzugreifen. Bei dem roten, was jetzt gerade ist, ja? Genau, deswegen ist das meistens für Jungler gut und teilweise auch für Support. Weil soll ich mal vielleicht mit rumüben mit dem? Nur zu, es ist halt ganz praktisch. Also wenn du ab und zu an der Lane stehst und ganken möchtest und dann überlegst du so, könnte hier ein Ward sein, sehen die mich eventuell und wahrscheinlich gerade meine Zeit, dann kannst du damit nachgucken. Müssen wir mal testen. Muss ich mal dran denken, mal sehen, ob ich es nicht vergesse wieder oder so. Das ist nicht die Welt, aber probier es mal. Mal gucken. Kann ganz praktisch sein. Und Baguette, nee, kannst ruhig schlafen gehen, komm kein LOL. Also wir machen hier nur unseren Shopbau schön gemütlich, schön. Ist hier nur für die Hardcore-LOL-Leute, die da so rumfachsimpeln, ja. Für die LOL-Spieler, die immer rumfachsimpeln, wie könnte man noch was besser bauen, wo können wir noch was schleifen, wo hämmern was von so. Das ist nur für die Leute, also die Leute nur, immer nur LOL spielen, für die ist das jetzt langweilig. Aber für die Leute, die gerne was bauen, noch verbessern, dass der Champion perfekt eingestellt ist, für die ist es interessanter denn so. Die können dann noch, kann man so ein bisschen rumklug scheißen, was könnte man besser machen. Ja, was machen wir jetzt? So, dann kommt als nächstes dahinter das Item Tiamat. Ein vollständiges Item, es gibt wieder die Reihenfolge. Tiamat, irgendwas mit Tier? Tatsächlich, da, Tiamat. Ich finde, das ist das Schönste am LOL-Spielen, ja? Diese Shop-Baus, also was zu machen, das ist voll geil. Da, schön gemütlich. Tiamat, ja? Genau. Es kostet 1.200, ist eigentlich billiger als das grüne Dings hier, grün, billiger als dieses... Ja, es ist auch kein vollständiges Item. Wenn du draufklickst, siehst du, was man daraus bauen kann. Na, kann man gefräßige Hydra und titanische Hydra. Ja, genau, titanische. Wir wollen später die titanische Hydra haben, aber das hat noch gut Zeit. Wir ziehen dieses Item vor auf Ollis Empfehlung hin, weil damit machst du AOE-Schaden mit normalen Angriffen und dann kannst du schneller deine Jungle Camps clearen, weil du halt alle gleichzeitig triffst. Beziehungsweise an dieser Stelle müssten wir jetzt eigentlich nochmal einwerfen, dass jetzt... Ach nee, okay, soweit ist es noch identisch, das Bild. Also, Diamant. Olli hat das Wort, das Olli vorgeschlagen. Das hat er mir privat vorhin schon gesagt. Ach so. Jo. Hat Olli schon ihr Pets wieder? Ja. Also, Diamant dahinter. Haben wir? Oder in die nächste Reihe machen wir, ja? Ja, jetzt habe ich auch die nächste Reihe angerissen. Okay. Jetzt kannst du als nächstes die Merkurschuhe bauen. Ja, Mann, dass wir endlich mal laufen können, Mensch, sonst trödeln wir wieder so. Merkurs, warte mal, Merkurs-Schuhe, richtig? Ja. Jetzt erst die Merkurs-Schuhe, kann man die nicht schon vorher kaufen? Irgendwie so? Kann man sicherlich, aber da bist du schneller unterwegs, aber kannst den Jungle nicht so schnell wegklatschen. Machst halt auch weniger Schaden, bist ein bisschen tankiger. Natalu sagt, also ja, die... Das wäre Ollis und meine Empfehlung soweit. Ja, die Axt ist immer sehr wichtig, sagt Natalu. Ich glaube, Natalu ist im anderen Film gerade oder so. Natalu, bist du in einem anderen Film? Nee, die meint genau dasselbe. Tiamat soll die Axt sein. Die Axt im Walde für die Alte. Okay, dann haben wir das. Das haben also, wir. Merkurs Schuhe. Ja, habe ich. Und jetzt fangen die Alternativen an. Sag mal, sind dahinter den Schuhen so eine Goldtalerchen abgebildet? Sind das Goldtalerchen oder was? Zeig mal hier. Ja. Da sind Goldtalerchen abgebildet, oder? Sieht geil aus, oder? Mit diesen Goldtalerchen. Hinter den Bildern sind immer so eine Goldtalerchen zu sehen. Oh, also in der Mitte. Ich glaube, das sind Goldtalerchen. Okay, was jetzt? Alternative. Würde ich jetzt eine Alternative anbieten, genau. Such mal die eisgebrochenen Handschuhe. Handschuhe. Oh, jetzt kriegen wir Handschuhe. Handschuhe tragen. Damenhandschuhe.
Mahlzeit, sag ich. Mahlzeit, Schuhe Standard für 300 sollten bei deinem ersten Einkauf dabei sein. Da, das da, da. Natürlich auch noch eine Alternative. Zumindest die einfachen Schuhe schon ein Stücken früher kauft. Einfache ich Schuhe. Ich weiß nicht, wenn der Rest der Welt auch noch zustimmt. Ich habe da tatsächlich keine Ahnung von, weil ich grundsätzlich immer ohne Schuhe spiele. Und Olli hat das zumindest so vorgeschlagen. Ist falsch, ich würde es auch so sehen. Also wenn ich da meinen Senf dazu geben darf. Ja, Schuhe vorziehen, definitiv. Wohin denn die Schuhe? Gerade als Trundle ist es, glaube ich, ganz gut. Die Laufstiefel also. Vor das Tiermatt oder vor den Plänklersäbel sogar oder vor die Erweiterung des Plänklersäbels? Also ich glaube, er hat gerade vorgeschlagen im Chat, dass direkt schon beim ersten Einkauf, also wenn das erste Mal Base bist. Welche Schuhe? Die Laufstiefel? Das fände ich ein bisschen zu früh, ja, die Laufstiefel. Wohin? Ja, das ist gerade die Frage. Also ich tendiere dann vermutlich, bevor du den grünen Edelstein zu deinem Säbel des Plänklers baust. Also zuerst das Jungle-Item und dann die Schuhe. An welcher Stelle? Hinter den Säbel des Plänklers oder was? Ja, hätte ich gesagt. Aber noch vor die Erweiterung des Kolos. Also hinter dem Säbler sozusagen. Ja. Also so praktisch. Ja. Na, kann man früher kaufen. Also die Anfangsschuhe noch nicht ausgebaut. Ja, die Schuhe, die sind nicht ganz so teuer. Und hier dieses rote Erweiterungsdingen, das sollte hinter die Verzauberung Zinderhulk oder wie das Ding nun heißt. Das ist immer so anstrengend, dass das auf Deutsch ist. Verzauberungs-Koko-Dingsbums da. Blutkoloss, genau. Dahinter sollte das rote. Okay, habe ich. Okay. Klokosirup. So, Klokosirup haben wir. Genau, und dann waren wir bei der Alternative. Also suchen wir die eisgeborenen Handschuhe. Eisgeborenen Handschuhe. Irgendwas mit Eis wahrscheinlich. Eisgeborenen Handschuhe, da sind sie. Wow, Mann. Die kosten Kohle. Die wollen wir kaufen? Eventuell packt die mal noch gesondert in einen neuen Block. Neuer Block. New Kids on the neue Block. Und dann suchen wir das schwarze Beil. Die beiden möchte ich dir zum Vergleich anbieten. Das schwarze Beil, da habe ich schon öfters von gehört. Schwarze Beil. Siehst du mal, Schwa. Und das packe ich auch mit bei Sonderausstattung, ja? Also die beiden sollten Alternative bieten. Alternative. Du kannst dir in grob durchgucken. Beide geben auf jeden Fall 20% Cooldown Reduction. Dann die eisgeborenen Handschuhe geben dir relativ viel Rüstung und ziemlich viel Mana. Und nach jedem Skill hast du einen verstärkten Auto-Attack, der die Gegner verlangsamt. Und das ist mit Trundle durchaus gut machbar, weil er ziemlich geringe Cooldowns vor allem auf der Q hat. Kann er das ziemlich oft nutzen. Und beim schwarzen Beil ist es so, du bekommst sehr viel Schaden dazu, beziehungsweise mittelmäßig viel Schaden erstmal an sich, aber auch noch mittelmäßig viel Leben. Und du hast zwei sehr interessante Passives. Einmal kannst du mit jedem Treffer an einem Gegner seine Rüstung reduzieren, bis zu 6-mal. Bis zu 30% demnach, also pro Treffer 5% weniger Rüstung beim Gegner. Und außerdem pro Treffer gegen einen Gegner kriegst du einen Movement Speed Buff von plus 20 für 2 Sekunden. Ja, nur bei Manu. Ja, das ist die Frage. Also, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben, wenn wir Optionen hatten. Also, im Zweifel überleg dir ein Konzept, wie du einsehen kannst, dass das jeweils beides Optionen sind, für die du dich dann vor Ort entscheiden kannst. Entweder das oder du entscheidest dich fest für eine, die dir besser gefällt. Ist es dann ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, oder? Nee, danach kommen noch weitere. Scheiße, ja toll. Ja, nu? Ja, müssen wir uns auf einen entscheiden. Du könntest zum Beispiel, jetzt wenn du einen weiteren Block für die aufgemacht hast, da packst du beide rein und schreibst dann drüber eins von zwei, zum Beispiel. Das haben wir meistens immer nur am Ende genommen, oder? Diesen Spruch. Bisher hatten wir das meistens am Ende, aber hier ist es wichtig, dass es an dieser Stelle ist. Toll. Das ist jetzt aber schwierig dann. An der Stelle muss ich ja wissen, was die beiden drauf haben. Ja, das wirst du vermutlich mit der Zeit dann lernen müssen. Ist es ja eine mehr Verteidigung oder Angriff? Oder sind beide Angriff? Beide sind Hälfte-Hälfte, beziehungsweise also das schwarze Beil ist, würde ich sagen, Hälfte-Hälfte. Oder vielleicht so 60% Angriff, 40% Verteidigung. Und der eisgeborene Handschuh ist vielleicht 80% Verteidigung, 20% Angriff. Was nützt denn der Gruppe mehr? Beides praktisch. Mit dem eisgeborenen Handschuh lebst du einen Tucken länger, zumindest gegen Gegner, die physischen Schaden machen und kannst die Gegner verlangsamen. Und mit dem schwarzen Beil kannst du aber deren Rüstung reduzieren. Also wenn wir dann
physische Angreifer im Team haben, machen die dann mehr Schaden gegen die Gegner. Beides relativ gleichwertig, würde ich behaupten. Hier, Natalu schreibt irgendwas, aber gerade im Jungle würde ich Refill Dings. Ja, das hatte ich vorhin gelesen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen mit dem Heiltränken. Heiltränke. 100 Gold. Meine Fehlempfehlung wäre, wie gesagt, an der Stelle einen Block für beide Items zu machen und dann hinzuschreiben, 1 aus 2. Oder irgendwie so, dass ja, du nicht weißt. Würdest eins davon an der Stelle mitnehmen. Früher oder später musst du sowieso lernen, dich irgendwie an die Situation anzupassen mit den Items. Und das kann man so langsam anfangen. Glaub mir, ich könnte ja auch 20 Items dahin packen. Freut dich, dass nur 2 sind. Ja, das stimmt allerdings. Naja, hier der 65 mehr Rüstung, 20% Abklingenverringerung. Plus 500 Mana. Mit mehr Mana kann ich länger was machen. Ja, aber du hast, glaube ich, gar nicht so akute Mana-Probleme. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau, wie viele Mana-Probleme Tandil hat. Ja, wenn bestimmt. Ich gerne zu äußern. Alle haben doch immer Mana-Probleme. Ich bin der Meinung, dass alle... Ehrlich gesagt nicht. Also angenommen, Tandil bekommt schnell Mana-Probleme, dann wäre das tatsächlich ein großer Bonus. Meine ich doch, der kriegt bestimmt Mana-Probleme, oder? Weiß jemand das von den Zuschauern? Kriegt der Trundle Mana-Probleme oder nicht? Dann haben wir das Problem gleich gelöst. Wer kennt sich mit Trundle aus? Könnt ihr mitarbeiten? Hat der Trundle Mana-Probleme oder eher weniger? Bei den anderen kriegen wir 300 Leben dazu. Plus 50 Angriffsschaden, ist natürlich auch nicht schlecht. Haust du ordentlich was auf die Lippe. Dafür kostet Ding auch gleich 400 Glocken mehr hier. Komplett. Normaler Schaden. Sind auch wirklich alle drei Passives auch wichtig. Die sind auch sehr mächtig. Angriffs. Mit hier 20 plus 20% Abklingenverringerung ist auch nicht schlecht. Auf der Haus. Haben beide. Haben beide? Ach ja. Warte mal, hat der eine. Am Anfang, aber beides sind nicht unbedingt die. Eher für die Top-Lane. Das ist eigentlich nur am Anfang, aber beides sind nicht unbedingt die besten Jungle-Items. Eher für die Top-Lane. Haben wir noch was anderes für eine Jungler? Hast du noch eine andere Idee, Zandir? Ich habe, wie gesagt, einige Ideen gehabt, aber das wäre jetzt so das Erste, was ich aktuell... Dann würde ich eher sagen, schwarzes Beil. Okay. Weil ich habe bei schwarzes Beil, habe ich praktisch 50% Angriffsschaden und habe 300 Lehm. Bei den anderen habe ich noch einmal 65 Rüstung mehr. Ist das so viel? Macht sich das bemerkbar, diese 65 Rüstung, oder nicht? Das merkt man schon. Weil noch steht was von 30% verlangsamt. Hang ein eigenes Feld des Gegners um 30% verlangsamt. Was für ein Feld? Wenn ich so einen Teppich mache oder was? So ist in der Richtung in wesentlich kleiner und das ist die Gegner halt verlangsamt. Na, bringt doch nichts. Och doch, das merkt man. Die Gegner können da nicht so gut vor der wegrennen. Und vor allem, das kommt nach jedem Skill mit, ich glaube, 2 Sekunden Cooldown oder so. Und die Gegner können da nicht vernünftig von der wegrennen. Aber das beim anderen kriegst du dafür jedes Mal einen Speedbuff, wenn du jemanden haust. Deswegen nimmt sich das nicht viel. Nein, nur, dass das in dem Fall dem Team noch ein bisschen hilft, weil wenn der Gegner langsamer ist, können alle aufschließen. Wenn nur du schneller bist, kannst nur du aufschließen. Also ist schwarzes Beil doch besser. Was diesen Aspekt angeht, verliert es gerade. Aber alles andere, also ich mag es persönlich auch lieber. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie das mit dem Mana-Haushalt ist. Dann würde ich mal, Hast du recht, dann müssen wir 1 von 2 machen. Kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wenn ich 4 Mana verliere, soll ich dann doch auf den ersten skillen. Oder wenn dir das 1 aus 2 nicht gefällt, kannst du auch 2 Kästen machen mit jeweils 1 Item und dann schreibst du Option 1, Option 2. Vielleicht ist dir das lieber. 1 von 2. Dann machen wir es so, 1 von 2. Oder warte mal, ich mach mal die Schuhe in die nächste Reihe. Geht das in die obere noch mit dazu? Dann haben wir zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 in einer Reihe, dann habe ich nicht so viele leere Reihen hier. Machen wir es so. Also ich würde wahrscheinlich vorausgesetzt, ich würde auch schwarzes Beil würde ich kaufen machen. Ja. Aber wenn ich merke, ich verbrauche 4 Mana, nehme ich doch eher dann die Handschuhe. Okay. Ja.
Okay, dann können wir weitermachen. Gut. Dann. Ich hoffe, ich merke mir das. Aber ich kann ja da drüber schon eins von zwei. Ich weiß nicht, ob man das so gut denn sehen kann im Shop. Eins von zwei. Was schreiben wir da? Statt eins von schreiben, schreibe ich Mana. Mana. Oder was ist das andere? Mana oder. Schaden oder. Das ist halt nicht nur Schaden, das ist auch Leben. Mana oder Schaden, oder? Oder was? Soll ich. Was können wir jetzt. Was am kürzesten? Was nehmen wir? Mana oder. Also ich schreibe jetzt Mana oder als Alternative wäre was als was? Tank oder Schaden oder was soll ich schreiben als Alternative? Theoretisch ein Off-Tank-Item mit Schaden und Leben. Das ist, macht fast beides ziemlich ähnlich. Schaden plus Leben. Also heißt Mana oder Schaden plus Leben? Dann würde ich schon sagen Mana plus Rüstung. Weil die Rüstung ist auch nicht zu unterschätzen bei dem Handschuh. Also Mana plus Rüstung oder Schaden plus Leben. Warte, muss ich sogar Mana plus und dann Rüstung. Rüstung? Aber das steht dann erstmal so rum. Sonst verwechsel ich das nachher noch. Im Eifer des Gefechts, man kann ja nie wissen. So. Was schreibe ich da? Schaden, nicht Schadip. Mann, hör doch mal auf, Tastatur, jetzt mich zu ärgern. Schaden plus Leben. Oder. Mana plus Rüstung. So. Genau. Machen wir die nächste rein. Können wir die nächste machen. Eben noch was aufgefallen. Nach den Schuhen kommt nämlich noch eins, das habe ich gerade übergangen, weil ich hier was vertauscht hatte von der Reihenfolge. Da kommt nämlich noch die titanische Hydra. Die bauen wir noch vorher fertig, bevor wir das schwarze Beil oder den Eishandschuh nehmen. Scheiße, wo war man jetzt? Wie kriegen wir das jetzt? Kann ich keine Reihe tiefer machen? Ja. Ist nicht früher dann können? Wenn so, hör mal, machen wir den da hin. Schaut jetzt nicht mehr so hübsch aus. So, muss halt so machen. Da, 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 da. So, okay. Okay, genau. Dann kommt eins von den beiden. Und dann kommt Deadman's Plate. Also nee, wir müssen die Hydra machen. Wo ist denn diese Hydra? Ja. Die ist halt hinter den Schuhen. Ja, wo, wie heißt die nochmal? Irgendwas mit Hydra. Titanische Hydra. Na, die haben wir doch. Nee, wir haben das Tiamat bisher. Achso, ja. Was? Titanische, was? Da. Titanische Hydra. Ja. Hat der auch wir bauen das aus. Warte mal, wir bauen. Das kostet ja. Wann sollen wir das denn ausbauen? Na, das eine haben wir ja dann schon. Es fehlt dann noch dieses Jorins Faust oder sowas. Ja, das ist. Du gehst dann einfach wieder, je nachdem, wie viel Geld du hast, nimmst du jeweils das teuerste und baust das aus. Also, ich würde das im Ganzen dahin packen. Ja, ich lasse das so im Ganzen. Gut. Dann könnte ich aber noch die Schuhe dahinter hängen, warte mal. So. Ja, das kannst du wieder machen. Genau, damit es ein bisschen weniger ist. So, mal so. Hübsch aus. Ja, so. Mal so. Okay. Gut, und dann der Panzer des Toten Mannes als nächstes. Hinter den Fäusten und so, ja? Hinter der Axt und das alles. Genau, ja. Wie ist das Ding nochmal? Was sagst du? Der Panzer des Toten Mannes. Der Panzer. Ich schreibe nur Panzer. Panzer des Toten Mannes, ja, wohl, den kenne ich. Okay, und dann? Und dann die Geistessicht als letztes Item. Geistessicht! Zack! Bei den beiden gilt, dass du schauen solltest, ob im Gegnerteam mehr Angriffsschaden oder mehr magischer Schaden vorhanden ist und dann das jeweilige vorziehst. Tendenziell aber den Panzer des Toten Mannes. Warte mal, wie jetzt? Wenn die Gegner mehr AD-Schaden, also mehr physischen Schaden haben, dann baust du erst den Panzer des Toten Mannes und wenn die mehr magischen Schaden haben, dann kannst du erst die Geistessicht bauen. Sind es die letzten beiden? Ja. Aha. Zweite für mehr Magieschaden sozusagen. Richtig? Nee, Magieschaden macht keins von beiden.
Die das ist Magieresistenz von der Geistessicht. Achso, Magieresistenz, okay. Konzept für Linke. Magieresistenz, steht ja da auch. Plus 55 Magieresistenz. Genau. Und das andere hat halt 500 Leben und Rüstung. Naja, auf jeden Fall besser, oder? Erstmal. Das ist wie gesagt situativ. Also je nachdem, ob die Gegner mehr physischen Schaden oder mehr magischen Schaden haben. Du baust sowieso beide. Ist nur die Frage nach der Reihenfolge. Achso, wenn wir sowieso beide bauen, ja dann. Dann schreibe ich darüber ein von zweien. Nee, das stimmt. Nee, ich schreibe. Ja, was schreiben wir denn als Überschrift? Da können wir noch irgendwas schreiben, vielleicht was Kurzes oder so. Weil Magie erst Geistessicht, oder wie könnte man schreiben? Ja, gegen Magier Geistessicht. Gegen mehr Magier Geistessicht. Könnte man schreiben, oder? Gegen mehr Magie? Gegen. Nee, oder? Doch. Mehr Magie. Das zweite. Das ist voll dämlich. Das ist voll anfängermäßig, ja. Das ist, wenn das so, dann du machst so. Und wenn du es machst so, dann ist es so. Das ist schon fast idiotensicher. Warte mal, ey, ich schreibe gegen und der schreibt gegen. Warum schreibt der. Also macht mein N, macht der mal ein B draus. Was soll denn das, Mann? Gegen mehr Magie, das zweite. Zuerst. Oder vielleicht. Ja, das wollte ich gerade auch adden. Zuerst. Hinzufügen. Genau, gegen das zweite. Gegen mehr Magie, das zweite zuerst. Nicht zuerst das zweite. Das wird noch. Was lange währt, wird endlich gut. Zack, so. Dann haben wir alles, oder wie? Denke schon, ja. Haben wir alles fertig. Das ging aber ganz schön schnell, findest du nicht auch? Ja, schon. Wir wären besser, aber meinst du, wir haben nicht noch irgendwas übersehen oder so? Eigentlich nicht, oder nicht? Manchmal habe ich doch auch so ein blaues Ding gekauft, so ein Radar, so ein blaues Radar-Ding und sowas. Was ist damit? Meinst du das blaue Totem, also das blaue Trinket, oder? Ja, kann sein, ja. Ja, normalerweise nicht als Jungler. Ist auch teilweise dann in der Mitte. Okay. Aber ich könnte gerne auch nochmal in Kurzform erläutern, was das so macht und wann man das nochmal das nimmt. Jetzt brauchen wir was, wir brauchen, musst du es ja nicht erläutern. Besser, wir erläutern nur die Sachen, die wir brauchen, da haben wir ja genug zu tun immer. Dann haben wir das, oder? Ja, haben wir. Ja, ist auch gleich 0 Uhr, siehst du, können wir schön aufhören. Und, meinst du, wir haben nichts vergessen, ne? Nee, das sind 6 Items. Ja, wie gesagt, mit den Texten und was wir so definiert haben, muss man mal gucken, ob er da noch was besser schreiben kann oder umschreiben kann oder hast du nicht gesehen. Aber dass man erstmal so Anhaltspunkte hat oder so. Was? Das zuerst, zweite. Sag mal wieder, was falsch schon, warte mal. Gegen mehr Magie, das zuerst, zweite. Oh, das zweite zuerst. Was ist hier eigentlich los, Mann? Gut, dass ich das noch gesehen habe, Mann. Was mache ich denn für eine Scheiße? Das zweite zuerst, so. Mann, Mann. Ein Ründchen mit Datteln. Ja, nächstes Mal vielleicht. So, jetzt, man bringt mich nicht durcheinander. Gegen mehr Magie, das zweite zuerst, so. Junge, war ja eine schwierige Geburt hier. Ja, dann würde ich sagen, dann erstmal vielen Dank, oder? Dann war es das ja erstmal, oder? Ja, ich denke schon. Oder wenn wir nichts weiter jetzt übersehen haben oder so, wenn dir noch nichts mehr weiter einfällt. Irgend noch ein. Könnte ich maximal nur noch mit Alternativen zu ballern, aber. Aber du meinst, das ist erstmal so das Optimale, meinst du so? Also was du auch so nehmen würdest, ja? Halt, ist und bleibt immer situativ, aber das ist auf jeden Fall eine solide Option. Ja. Schauen wir mal, was das wird. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Helfen wieder und fürs Gestalten und Machen und Tun. Und dann schauen wir mal, wie es sich dann in der Praxis macht alles, oder? Also beim nächsten Mal. Ja. Okay, dann gehe ich erstmal raus aus dem Test, ja? Also, bis dann, ja? Und schlaf nachher später. Mach nicht mehr so lange, okay? Und Schneckler auch. Also, tschüss. Ja. Tschüss. Disconnected. Okay, haben wir es erstmal.
Zandea hat uns wieder weiter, auch für alle, ja, auch für YouTube-Leute, ja, wenn ihr keine Ahnung habt, so wie ich, nicht so viel, durch unsere Leute hier, die mal mithelfen, Zandea und alle anderen, die auch im Chat ein bisschen mithelfen und so, ja, können praktisch auch Leute ein bisschen schon mal mit Lol Spaß haben, ohne erst eine Diplomarbeit schreiben zu müssen oder keine Ahnung, können sozusagen dadurch, dass wir das so machen, kann man gleich ein bisschen Lol spielen und Spaß haben, ja, erstmal Lol entdecken für sich so. Das ist ja der Sinn der Sache, dass alle so, dass man mal für sich erstmal schon mal Lol ein bisschen entdecken kann. Ohne dass man so durch die Gegend da ja alles falsch macht, nur Schuhe kauft und immer das Falsche kauft oder sowas. So wie ich am Anfang mit Garen. Ich habe immer alles falsch gekauft. Komplett, also ich habe nur Schuhe gekauft. Nur Schuhe und keine Ahnung, was ich gekauft habe. Irgendeinen Scheiß habe ich gekauft. Okay, es ging heute echt schnell, Mann. Sonst waren wir Lamsanger gewesen. Irgendwie waren wir heute ziemlich schnell, muss ich mal sagen. Komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wären wir langsam besser oder so. Ich weiß auch, wir kriegen Routine vielleicht. Schöner wäre es noch, wenn man in jeder Reihe noch irgendwie so einen Text noch da drüber schreiben würde. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber wir haben wieder, besser kann man ja immer noch machen. Ich denke mal, besser werden wir es auch irgendwann noch machen. Wenn wir wissen, wie wir was noch schöner machen können, werden wir es dann auch so machen. Ja, hier haben wir sogar auch 6 Reihen gemacht. Bei manchen habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Wir haben jetzt tatsächlich den Trundle. Trollkönig, nicht Häuptling, Trollkönig! Und ich werde jetzt, wo ich den Trundle habe, werden sie den als nächstes verbessern. Und dann wird der Imber. Ja, Mann, dann bin ich unbesiegbar. Komisch, mit Ash bin ich ganz gut klargekommen, mit Garen bin ich ganz gut klargekommen. Also wir haben uns gemocht mit Trundle auf Anhieb, das war Liebe auf den ersten Blick. Warwick sowieso, aber Kale, das ist voll die eingebildete Zicke gewesen. Und Annie ist ja klar, Annie ist ja in mir drinne. So, dann gehen wir es mal raus. Ich kann es dann gar nicht glauben, dass es das so schnell alles ging. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen oder so. Da bin ich aber echt mal gespannt. Wo ist er denn? Lass uns doch mal den Champion nochmal angucken. Wo bist du denn? Gehen wir mal zu unserem Champion. Wo ist er denn? Zeig doch mal jetzt her. Warte mal, Champions. Der muss ja ganz unten wahrscheinlich sein. Oder? Der ist wahrscheinlich ganz unten, der Trundle. Wo bist du denn, Trundle? Zeig dich. Da ist er doch. Ah, da ist er ja, guck mal, da ist er. Didel. Den haben wir heute erworben. Ja, für den haben wir gerade die Meisterschaftseinstellung gemacht. Den Meisterschaftsbaum, die Runen, nee, Runen nicht, aber den Meisterschaftsbaum erstellt. Dann den Shopbau gemacht, ja. Genau um den handelt es sich hier. Der berüchtigte Trollkönig. Ich muss mal gucken, welches Skin mir am besten gefällt. Mal gucken. Die haben hier, glaube ich, Skins weggenommen. Kann es sein, dass sie hier Skins weggenommen haben? Ich glaube, da gab es mehr, waren mehr Skins oder so. Beim ersten oder zweiten Base gehen hat sie keine Probleme mehr. Was? Wunsch war statt den, warte mal. Ihr Wunsch war statt den 3 Heiltränken den nachfüllbaren Trank zu kaufen. Ach so. Wenn du noch was zu Ideen hören möchtest, kannst du nochmal in TTS kommen. Wie jetzt? Nochmal, soll ich noch was kommen? Ihr Wunsch? Statt den 3 Heiltränken den Nachfüllbeintrank. Glaube ich schon, beim ersten oder zweiten Base gehen, da hat sie keine Probleme mehr. Was meint ihr? Soll ich den kaufen, Zandia? Was meinst du, Zandia? Soll ich den kaufen? Na, 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 da, da, da. So, ich muss mal kurz gucken, welcher Trundle mir am besten gefällt. Also der nicht hier. Der nicht. Eigentlich der erste, oder? Mir gefällt irgendwie der erste am besten, muss ich mal sagen. Mit denen ja weiß ich nicht. Den müsste man mal live sehen, wie der aussieht. Ansonsten sieht der recht lustig hier aus. Aber noch. Also wenn höchstens noch der zweite und der letzte, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Man müsste den mal in echt sehen, den Skin. Der Trundle! Da ist er. Den gucken wir jetzt mal an. Komm, wir gucken mal kurz. Warte mal. Tribute. Whoops! Did I break something? Warte, Paltung. So, die 3 Heiltränke. Ich glaube, dass du schon beim ersten und zweiten Mal Base gehen keine Heiltränke mehr brauchst, weil deine Passiv dich mächtig heilt. Also, na dann, Zander. Du weißt Bescheid. So, ja. Ey, wer ist denn der Typ da auf dem Nerots? Wer ist denn der Typ auf dem Nerots-Dingsbums da? Wer ist denn der Typ auf diesem Vieh da? Wer ist denn das für einer? Wer weiß denn das?
Wer kennt denn dieses Tierchen da, was der Typ da hat? Was ist denn das für ein Champion, der dieses Tierchen da hat? Oder gibt's den gar nicht mehr? Den habe ich noch nie gesehen. Wer ist denn das? Den habe ich noch nie gesehen. Was? Siuani? Dann guck mal gleich mal. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Der sieht irgendwie abgefahren aus, oder? Ja, da. Ja, er läuft noch drum herum. Wow. Ah, das ist. Ich habe mit denen ja schon mal gespielt. Ich habe ja schon mal im Free-to-Play hatten wir den ja schon mal in der Testphase. Daher weiß ich, war ja sofort lieber auf den ersten Blick, als ich den einmal in dem Free-to-Play-Dings gespielt habe. Achso, ich wollte gerade sagen, wie doppelt? So jetzt. Jetzt gucken wir uns mal den anderen an. Wie hieß der Vogel da? Warte, wir müssen mal zu den Dings gehen. Champignons, zu den Champignons. Und dann zu den, wie hieß der? S-E-J. Warte mal, S-E-J. Nee, das ist nicht. Doch. Wie heißt der? Seyurani? Genau, sagen, da ich Trundle nie gespielt habe, aber allgemein finde ich die Variante besser wegen Joker Schlafchen, dreimal schönes. Warte mal, das sieht ja abgefahren aus. Ah. Ey, da sitzt ja eine. Da sitzt eine. Sitzt überall eine Frau drauf, ist mir gar nicht aufgefallen. Da sitzt ein Mann drauf, oder? Nee, da sitzt auch eine Frau. Da sitzt eine Frau, ist mir gar nicht aufgefallen. Das erste Bild sieht toll aus, oder? Zeig mal her. Na, der ist schon schwieriger zu spielen. Wer war das? Parkour sagt es, glaube ich. Parkour würde, glaube ich, sagen, der ist mechanisch anspruchsvoller, glaube ich, würde Parkour sagen. Ich glaube, Parkour hat das immer gesagt. Nee, aber ist mir gerade echt zu und viel. Warte mal, den hatte ich jetzt, oder? Ja. Dann den. Schwingende Keule oder so. Der schwingt die Keule immer. Den habe ich. I was born for conquest. Oh, was war denn das gerade? Permafrost, warte nochmal. I was born for conquest. Oder Baguette war das? War das Baguette oder Parkour? Hat er gesagt. Der ist mechanisch anspruchsvoll. Ich glaube, Parkour war das. Mach nochmal, das habe ich wieder nicht mitbekommen. I was born for conquest. Den Champion habe ich auch noch nie gesehen. Von uns hat den noch nie einer gespielt, glaube ich. Und als Gegner hat man den auch noch nicht. Den müssen wir uns mal merken, Leute. Diesen komischen Scheiße, kann sich auch keiner merken, so einen Namen, Mann. Ani Schwarzenegger. Ani Schwarzenegger hier. Merkt euch mal den mit, ja, den Schwarzenegger. Spitzname Schwarzenegger, ist aber eine Frau, ja. Schwarze Frau, oder? Die Keulentante hier. Die Mammutante. Paco, du bist doch immer der immer sagt, das ist ein mechanisch anspruchsvoller Champion. Achtung. Klar. Ich finde das viel interessant.
Ich glaube, es ist ein mechanisch anspruchsvoller Champion. Das ist eine Q, ja. Uff. Die müssen wir uns mal merken, die Mammut-Tante. Die Mammut-Tante. Merkt man zwar die Mammut-Tante, ja? Seruani oder so. Seruani, ja. Mann, red doch mal Deutsch, Mann. Mal so eine Scheiße, Mensch. Ich finde, Seruani geht. Sie ist vielleicht mittelschwer, was die Mechaniken angeht. Sie sieht nicht danach aus, schwer zu spielen zu sein. Du hast halt zwei Skillshots. Was immer auch Skillshots sind. Ihr mit eurer Fachsprache mal. Du hast zwei Skillshots. Das heißt, du schießt vorne raus und hinten raus. Ja, man so, hinten hast du auch einen Skillshot sozusagen. Merkt euch mal die Mammut-Tante, okay? Susanne da. Skill Susanne. Skill die Susanne. Ach man, hier machst du was mit. Bei Hypnos Volt machst du was. Mann, ich habe gerade richtig Kohle gelassen, Leute. Ja, wir haben doch tatsächlich den Trundle gekauft. Heiß erwartet, lange geliebt. Guck mal, ich habe zwei Champions mit so einem Wappen, so ein Emblem hier und einem roten Steinchen drin. Das heißt, ich habe die auf Level 5 schon beide. Theoretisch muss ich jetzt die anderen auf Level 5 bringen. Zum Beispiel Kasparkopf Garen, Kasparkopf Elch, Kale nicht. Kale. Nee, Mann. Los, geh mal raus, dann wird die Aufnahme so lang hier. Ich hab auch, guck mal, ich hab den Poro. Ach nee, das bin ich ja. Oh, guck mal, ich hab den Poro, den habe ich auch 541 schon, den Poro. Ja, Mann. So, gehen wir es mal raus. Umschalting. So, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt haben wir den Trundle. Ich bin jetzt offiziell, ja, die Trollkönigin und der Trollkönig. Nur mal, muss man mal gesagt, für alle Trolle, ja. Eure Königin ist gerade auferstanden. Yes. So, ich schalte erstmal ab. Ich bin irgendwie ein bisschen Gehirn gewaschen, aber ist auch. Ich muss, ja, wir brauchen mehr Schlaf. Also, wir brauchen viel, viel mehr Schlaf. Irgendwie, ich brauche Erholung, eine Kur vielleicht mit ganz vielen Frauen oder sowas. Irgendwie so. So, ich erstmal.